Ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Trader IQ Talk durch Short-Term Trading zu regelmäßigen Renditen. Short-Term Trading bedeutet kurzfristigen Handel, also wirklich, sage ich mal, kurze Handelsaktivitäten. Und dafür habe ich mir heute unseren Gast Marc Böckenförde eingeladen. Er ist selbst Unternehmensberater und auch Unternehmer. Und ich würde das so ganz dezent sagen, der ist seit einer halben Ewigkeit an der Börse aktiv, also seit den 90ern, tatsächlich länger wie ich, lebt in München, ist auch Lehrbeauftragter an einer privaten Hochschule, absolvierte die Trader IQ Options Mastery Ausbildung 2018, wenn mich das nicht irrt, und hat es dann wirklich auch genommen und hat einfach die Konzepte aus der Ausbildung umgesetzt. Er ist mittlerweile erfolgreicher Optionshändler und das ist halt eben für mich auch ganz, ganz besonders wertvoll und wichtig, dass Marc halt eben nicht irgendwann mal auf Wiedersehen gesagt hat, sondern bei der Trader IQ geblieben ist, unterstützt uns und unsere Studenten als Mentor in unserem Ausbildungsprogramm und teilt sein Wissen mit unseren Studenten, was natürlich für mich persönlich sehr, sehr wertvoll ist, weil das ist genau mein Ansatz. Und ja, begrüßt mit mir zusammen heute Marc. Ich würde mal dann Marc auf die Bühne bitten. Ich hoffe, dass das mit dem Bild und Ton klappt. Da ist er. Ganz herzlich willkommen, Marc. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Ja, André, herzlichen Dank für die Einladung heute Abend zum Traders Talk und auch ein herzliches Willkommen an alle Teilnehmer. Ja, wunderbar. Marc, du bist ja wirklich seit einer halben Ewigkeit an der Börse aktiv. Also länger tatsächlich wie ich, muss ich gestehen. Du hast dich nicht mit diesen klassischen Börsianer-Strategien zufrieden gegeben, sondern du hast dich halt eben bei uns zum Optionshändler ausbilden lassen und handelst auch wirklich sehr, sehr erfolgreich mittlerweile an der Börse, was auch extrem wertvoll ist. Du unterstützt auch die Trader IQ und unsere Studenten als Übungsleiter und als Mentor im Financial Freedom Mentoring. Und zusätzlich, als ob das nicht genug wäre, lehrst du an einer privaten Hochschule und du hast auch eine eigene Vermögensverwaltung mittlerweile aufgebaut oder bist dabei, eine eigene Vermögensverwaltung aufzubauen. Ist das so korrekt zusammengefasst, so ein grober Überblick? Haut das ja, auf jeden Fall. Das hast du wirklich auf den Punkt gebracht. Ein Traum. Sehr, sehr gut. Vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit unseren Teilnehmern heute deine Erkenntnisse letztendlich zu teilen. Bevor wir wirklich ins Fachliche einsteigen, also bevor wir an die Börse gehen, geht es darum, auch dich persönlich kennenzulernen. Und erzähl uns doch ganz kurz ein paar Punkte über dich privat. Wer ist dieser Marc? Wer bist du privat, wenn du halt eben dich nicht gerade mit dem Thema Börse oder mit dem Thema Investieren beschäftigst? Ja, sehr, sehr gerne. Wie du es auf der Folie schon aufgeführt hast, Lebensmittelpunkt bei mir ist München. Wie man an der Stimme aber schon hört, dass ich nicht klassisch aus München komme oder aus Bayern, sondern ich bin in Münster geboren und groß geworden, habe dann in Bamberg studiert und bin dann nach München gezogen, weil ich dann in Bamberg eh schon in Bayern war und mich dann hier auch sehr, sehr wohl gefühlt habe und auch früher als Kind schon öfters, wenn wir nach Italien gefahren sind, nach München gefahren. Deswegen hatte ich ja so ein bisschen auch nach vorne gestellt, dass ich wirklich mich hier sehr, sehr wohlfühle und versuche von hier aus dann auch ein bisschen herumzukommen in der Welt. Ja, aber was mache ich noch neben der Börse? Also ich klassisch bin viel im sportlichen Bereich halt unterwegs. Ich lese auch sehr gerne. Ich habe mich immer für Wirtschaft interessiert. Deswegen ist sozusagen mein Job und auch das Trainen, das Investieren, das geht so ein bisschen alles in eins über. Also ich habe da, bei mir gibt es da nicht so eine richtige Trennung. Ansonsten viel natürlich auch mit Freunden unterwegs, im Sommer zum Segeln, Winter Skifahren, liegt natürlich ja alles ganz toll hier im Süden von Bayern. Und ja, was ich jetzt, meine neue Leidenschaft, die ich jetzt in diesem Jahr bekommen habe, wir sind in München ja prädestiniert, wir haben ja die erste Flusswelle, die es mal in Europa gegeben hat hier. Der ein oder andere aus dem Münchner Raum oder Umgebung kennt es vielleicht. Das ist ein Sport, denke ich mal, eher eigentlich mehr was für jüngere Leute. Ich bin da schon ein bisschen der Oldie dabei, aber habe da diese Saison mit begonnen, also das Riversurfen. Sehr herausfordernd, aber ja, es macht Spaß. Auch schon die ein oder andere sind in Mitleidenschaft gezogen worden, schon mal eine Rippe gebrochen, aber das soll mich nicht abhalten, da auch in der nächsten Saison halt weiterzumachen. Ja, Sport ist gefährlich. Sport ist Sport, habe ich mal gelernt. Warum ich so frage, weil tatsächlich die allerwenigsten haben von der klein auf mit der Börse angefangen und viele Wege führen nach Rom oder viele Wege führen an die Börse. Wie hat es dich tatsächlich zum Börsenhandel verschlagen?
Hattest du schon immer von klein auf eine Affinität zur Börse oder hast du dir das erarbeitet? Wie bist du darauf gekommen, auch überhaupt auf die Idee, Aktien zu handeln? Das kommt aus meinem Elternhaus. Wie gesagt, für Wirtschaft hatte ich immer schon so ein gewisses Faible, auch schon in jüngeren Jahren. Das hat mich schon interessiert. Und mein Vater war Tierarzt und hatte mit Wirtschaft so erstmal relativ wenig zu tun, aber dann sehr, sehr, das habe ich im Nachhinein natürlich erst dann so richtig ja dann überreißen können, als ich älter wurde, einen sehr guten Überblick, einen sehr guten Weitblick auch für politische und auch wirtschaftliche Themen. Und der ist halt sehr früh angefangen, dort hat er Aktien gehandelt, eher im deutschen Markt, gar nicht so im internationalen Markt. Und da bin ich so dran gestoßen. Wir hatten immer abends dann die, oder er hat immer viel in der FAZ halt gelesen und ich mochte die Zeitung nie, weil ich wollte immer auch was haben, was ein paar Bilder drin war und die FAZ als Kind, ja, irgendwie nur Text, das hat mich jetzt nicht so angesprochen, er hat mir halt auch viel erzählt darüber und ja, das hat mich dann auch dann fasziniert und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn das doch so, er fand es natürlich nicht einfach, auch als Bayern holt, aber dann dachte ich mir dann, naja gut, kann man ja auch dann kürzeren Einheiten vielleicht mehr als so klassisch im Schnitt diese 8-10%, die ein Index ja so ein Jahr halt macht. Und so bin ich da halt nach und nach, bin ich mit der Materie halt dann wärmer geworden und dann während der Ausbildung, beziehungsweise dann auch im Studium dann schon angefangen und dann, ja, ich kannte mich ja eigentlich überhaupt nicht aus. Man hat halt über irgendwelche deutsche Aktien aus dem DAX heraus gehandelt. Dann fing das dann irgendwann mal an, so mit Optionsscheinen, so der Klassiker, wo halt jeder, glaube ich mal, landet und ohne sich überhaupt mit Griechen auszukennen oder solchen Geschichten. Und das hat natürlich auch alles irgendwie nicht funktioniert. Das war halt nicht ein bisschen Glück. Klar, ich würde heute in erster Linie nie mehr oder so gut wie nie Optionen kaufen. Vielleicht mal zu einer Absicherung, aber natürlich verkaufen, weil wir wollen ja Geld verdienen und den Vorteil auf unserer Seite haben. Und das hat sich dann so mit den Jahren halt immer mal weiterentwickelt. Ich war in München ja auch lange für die als Geschäftsführer für zwei Tochtergesellschaft für die Bayer Film tätig und dann nebenbei auch, war oft nicht viel Zeit, und aber ein bisschen was auch gemacht, aber nur im halben Herzen. Und als ich mich dann in die Selbstständigkeit begeben habe, angedockt an eine große Unternehmensberatung, war als freier Unternehmer sozusagen, kann deren Ressourcen halt nutzen, da blieb mir dann auch die Zeit, mich mit dieser Materie mehr zu beschäftigen. Und dann kam halt die Leidenschaft, die ich halt immer gehabt habe, die kam auch raus, weil ich auch einfach ein bisschen mehr Zeit hatte. Ich war früher, das ist 40, 60 Stunden Woche war für mich normal. Da blieb auch nicht mehr so viel Zeit, sage ich mal, auch für das fürs Investment. Und das hat sich dann ja dann wirklich auch geändert, dadurch, dass ich jetzt als Unternehmer auch eine Menge arbeite. Und ein Teil, du hast ja auch schon erwähnt, in meiner Einkünfte sind natürlich auch, kommen aus dem Investment- und Trading-Bereich. Aber ich kann es mir halt frei einteilen oder sehr relativ frei einteilen. Und deswegen ist die Leidenschaft immer mehr geworden. Und ja, heute kann ich es mir gar nicht mehr wegdenken. Ich glaube, wenn man mir die Trade Workstation wegnehmen würde, hätte ich echt ein Thema. Also das wäre wirklich sehr hart, sage ich mal. Ich glaube, du hast es tatsächlich irgendwann mal im Event oder im Bootcamp mal erwähnt, dass man schon dich quälen müsste, um dich von der Trader Workstation wegzunehmen, was natürlich, sage ich mal, bei Anfängern ganz der Gegenteil ist. Ja, wenn sie sich an die TDS setzen, das ist für die oft der Graus. Aber mit der Zeit kommt die Routine, mit der Zeit kommt die Gewohnheit. Ich vermute mal aber, dass du nicht von Anfang an Optionen gehandelt hast. Lass uns mal tatsächlich zu deinem ganz, ganz ersten Mal an der Börse mal kurz zurückspringen. Man erinnert sich ja eben immer an seinen ersten Trade oder auch das erste Mal. Erinnerst du dich noch daran, was es war? Wie alt warst du damals? Was war das für ein Unternehmen? Und vor allem, welche Gefühle und Emotionen hattest du dabei, wo du angefangen hast, an der Börse Investor oder Trader zu werden? Ja, ich sag mal, ich will mal sagen, das ist wahrscheinlich so mit um die, ja, als ich da wirklich dann mich intensiver mit beschäftigt war, so um die 30 herum. Und meine ersten Aktien, ich glaube, ich kann es jetzt nicht mehr 100% sagen, aber ich glaube, es war auf jeden Fall mit VW. Also ganz klassisch eben im deutschen Aktienindex war man halt unterwegs, nicht? Das war so. Und dann hat man auch einfach, ja, man hat irgendwie eine Kursentwicklung gesehen und einfach gekauft. Man hat sich, oder ich habe mir keinen großen Gedanken gemacht und irgendwie recherchiert oder wie man es halt heute macht, eine vernünftige Fundamentalanalyse zu machen, sondern man hat mal was gelesen, gehört und irgendwie was, und dann ist man einfach eingestiegen und gehofft, dann im wahrsten Sinne gehofft, dass am nächsten Tag dann schon irgendwie die Aktie, das Unternehmen und die Aktie dann ein halbes Prozent halt dann teurer ist. Dann. Und die Themen so Money, Risikomanagement, was von mir auch ein Riesenthema gewesen ist, über einen langen Zeitraum auch, wo ich wirklich oft auch
dran gescheitert bin, um vernünftige Renditen zu erwirtschaften. Das waren ja alles so Themen, mit denen man sich gar nicht beschäftigt hat. Geschweige denn Behavioral Finance, also dass das irgendwie was mit Psychologie zu tun hat. Das ist ja heute über die ganzen Jahre hinweg, finde ich, hat einen wesentlich höheren Stellenwert eingenommen. Ich finde es heute für mich, je länger ich dabei bin, einfach noch fast wichtiger, die Börsenpsychologie und das eigene Mindset dazu auch, als jetzt welche Aktie ich trade oder welche Strategie ich fahre. Ja, super spannend, was du erwähnst, weil am Anfang möchte man Strategien. Und gib mir den Stoff, nicht? Aber wenn man den Stoff gekriegt hat, so, dann trennt sich eigentlich der Streu vom Weizen, weil die Strategien sind immer die gleichen, aber der Anwender ist immer der unterschiedliche. Und je nachdem, was der Anwender macht, kommen unterschiedliche Ergebnisse raus. Und offensichtlicherweise die Handlungen des Traders oder des Investors werden von seinen Glaubenssätzen, von dem, was er hier drinnen trägt, beeinflusst. Und mittlerweile sage ich, das ist mindestens die Hälfte des Erfolges, das richtige Mindset zu haben und sich halt eben auch nicht selber zu sabotieren. Deckt sich das mit deinen Erfahrungen, wenn du jetzt, sag ich mal, so ein Gleichgewicht zwischen auf der einen Seite Strategie und auf der anderen Seite Mindset machen würdest? Wie viel Prozent des Erfolges in deiner persönlichen Meinung macht das Mindset aus für einen? Also da mache ich mir wirklich auch immer Gedanken zu, auch in den Coachings sprechen wir das Thema natürlich auch einen Anlecker auch an. Und Gandalf Costolani sagte ja mal, 80% ist Psychologie. Ich könnte es gar nicht so wirklich festmachen in einem Prozentsatz. Ich merke einfach nur von der Entwicklung her, dass der Prozentsatz zunimmt. Aber ich würde für mich schon fast behaupten, dass es auf jeden Fall über 50% ist. Weil die eigene Angst, die eigene Gier, gerade wir kommen dann ja auch dann noch auf das Short-Term-Trading zu sprechen, das ist schon, da geht es ja nicht mehr um das Aufsetzen an sich, sondern da geht es ja wirklich darum, wie geht man damit um, wie ist das Trade-Management, wie ruhig kann ich dabei bleiben. Und da merke ich natürlich auch durch dieses kontinuierliche, auch eine Strategie kontinuierlich halt anwenden, nicht nur, aber diese jetzt insbesondere, dass natürlich durch diese Routinen, die reinkommen, man auch eine Sicherheit bekommt, die Emotionen runtergehen und man dann auch nach und nach auch besser geht. Also deswegen, ich sage, es spielt eine große Rolle. Der genaue Prozentsatz, ich glaube 80% sind zu viel, aber mit dem zunehmenden Engagement an den Börsen wird der Anteil auf jeden Fall höher im Verhältnis zu den Strategien oder das Handwerkszeug an sich. Es ist super spannend, weil meine Erfahrung als Ausbilder ist, sobald ich anfange, über Mindset zu reden, gehen bei den meisten Zuhörern wirklich so die Lampen aus. Die sagen, was soll ich mich mit mir selber beschäftigen? Die Strategien sind doch gut genug. Aber ich möchte wirklich auch hier, und gerade für den Daytrader, weil ich habe ja auch fast zwei Jahre wirklich Daytrading betrieben. Wir reden ja auch heute über Daytrading-Strategien. Und diese haben einen ganz anderen Anforderungen an das Mindset, wie, sage ich mal, eine langfristige Investorenstrategie, wo man sich wirklich auch entspannen kann. Mein dringender Appell und mein Learning letztendlich aus 10 Jahren Trader IQ ist, dass letztendlich nicht der Markt die Verluste produziert. Ich sage es nochmal ganz klar, es ist nicht der Markt, der Gewinne oder Verluste produziert. Das ist immer der Anwender. Und der Anwender wendet die gleichen Strategien an und entweder er macht es oder er macht es nicht. Das bedeutet, meine persönliche Erfahrung ist letztendlich, dass die Ergebnisse im Markt tatsächlich von dem Anwender verursacht werden. Und wir versuchen als Trader tatsächlich ja eher den Markt zu kontrollieren, nicht? Wir versuchen Prognosen darüber zu sagen, wie wird der Markt sich morgen entwickeln, etc. etc. Das heißt, wir versuchen etwas zu kontrollieren, was nicht kontrollierbar ist. Aber es gibt einige Parameter, die du an dir selbst kontrollieren kannst, und das bist du selber. Wenn du alleine aus der Selbstsabotage rauskommst. Und diese Selbstsabotage entsteht, wenn du nicht das System, sondern die Emotionen handelst. Marc hat es ja gerade schon erwähnt, Angst und Gier. Sobald man diese Emotionen tradet, so, dann hat man eigentlich schon verloren. Dann geht es nicht mehr darum, wirklich eine Strategie anzuwenden, sondern seine Emotionen zu bändigen. Und ich sag's mal so, wenn du noch am Anfang stehst und wenn du wirklich das dir einfach machen willst, versuch nicht, das zu kontrollieren, was nicht kontrollierbar ist, sondern kontrolliere das, was kontrollierbar ist. Und das bist du. Das ist deine Strategie, das ist deine Umsetzung, das ist deine Planung und letztendlich auch Auswertung. Und Marc, du wirst sicherlich dem zustimmen, dass Planung und Auswertung
tatsächlich es viel, viel einfacher machen, gerade in so einem hektischen Tagesgeschäft wie Daytrading, dann viel besser zu handeln und vielleicht auch ruhiger zu handeln? Absolut. Also das ist eine Sache, die ich auch früher, weil wir vorhin ja auch auf das Früher und die Anfänge gestoßen sind, ich wäre nie auf die Idee gekommen, ein Trading-Journal zu führen. Ja, also das, man hat irgendwas investiert. Gut, das waren in der Regel die Aktien und später dann die Optionsscheine. Aber man hätte sich das nie groß, oder ich habe mir es auch nicht dokumentiert. Und was ich halt erlebe, ist, seitdem ich es mache, und ich mache es dann jetzt auch schon seit vielen Jahren, aber eigentlich durch die Ausbildung auch, nicht durch das OMB und das FFM dann natürlich dann auch, weil es ja auch da auch zu Recht ja auch angesprochen wird, finde ich es das absolut beste Selbstanalyse-Tool, was es gibt. Weil wenn man die Trades aufsetzt, in diesem Jahr habe ich bis jetzt um 560 Trades gemacht, jetzt im Kurzfristbereich. Also ja, 2, 3 Trades, manchmal auch keinen am Tag, aber so in dem Schnitt herum. Und natürlich habe ich auch meine Herausforderungen. Ja, und bei mir war es auch so, gerade am Anfang dieses Risikomanagement, Sachen zum Teil laufen lassen, ja, wird schon hoffen, Klassiker, wie es am Anfang der vielen halt geht. Und wenn man dann feststellt, dass man mit so ein paar Trades sich einen Großteil der Performance dann halt wieder zunichte macht, dann hilft einem natürlich so ein Trading-Journal absolut, weil dann sieht man plötzlich, sind eigentlich nur relativ wenige Trades, die dann sozusagen die Performance wieder zunichte machen. Und dann geht es natürlich darum, sich mit diesen Trades halt auseinanderzusetzen und zu schauen, wie kann ich das optimieren. Natürlich kann man nicht komplett jeden Trade positiv abschließen, aber im Endeffekt das Trade-Management, auch das war früher so ein Thema, Trade-Management, ja, es kam natürlich auch ein bisschen aus dieser Zeit heraus, im Zweifel, das ist auch von meinem Vater natürlich auch geschuldet, so, der hat halt ausgesessen, ja, der hat dann irgendwie 1, 2, 3 Jahre ausgesessen, konnte ja auch mit Aktien, weil es ja nichts gehebelt, das kommt ja auch noch hinzu, dass wir heute natürlich gewisse Renditen ja auch nur erwirtschaften können, aus meiner Sicht heraus, weil wir gehebelt unterwegs sind, ja, es ist ja nicht so, dass die institutionellen Anleger unbedingt nicht so gut sind, dass sie viele den Vergleichsindex nicht performen, sondern unter anderem natürlich auch, weil sie auch nur, sage ich mal, oder nicht gehebelt halt arbeiten, und dann ist es natürlich auch schwieriger, eine Überperformance halt zu erzielen. Ja. Und wenn ich, sage ich mal, wirklich einen Tipp hier loswerden darf, ist letztendlich, wenn du, sage ich mal, deine Performance steigern willst, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, ein Tipp: Versuche einfach eine Zeit lang jeden einzelnen Trade zu planen und dann entsprechend den Plan auch umzusetzen. Weil das hast du 100% unter Kontrolle. Und alleine wenn du das schon machst, wirst du auf der einen Seite diese Selbstsabotage vermeiden. Ich weiß, es ist ein hässliches Wort, aber das ist genau das, was Marc sagt. Der eine Trade, vor dem man sich duckt. Ja, und ich habe das auch schon mal als Ausbilder gesehen, dass Teilnehmer sich wegducken und wirklich auch sich nun tatsächlich in Depots noch nicht mal reingucken. Die wissen, oh, der Markt ist runter, oh, ich werde im Depot Schmerzen sehen, so, ducken sich weg und lassen die Verluste laufen, und das kann halt eben die Bemühungen von langer, langer Zeit zunichte machen. Und genau deswegen kontrolliere das, was kontrollierbar ist. Alleine wenn du die Trade-Planung und die Umsetzung richtig und sauber machst, dann wirst du mehr als die Hälfte des gesamten Erfolgsgeheimnisse letztendlich begreifen. Marc, jetzt noch mal ganz kurz, bevor wir zu den deinen Strategien übergehen. Wie haben wir eigentlich zueinander gefunden? Ich meine, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, aber kannst du vielleicht unsere Zuhörer so mit auf die Reise nehmen, auf deine persönliche Reise, auf dein Kennenlernen mit der Trader IQ? Welche Herausforderungen hattest du, die du lösen wolltest? Wie haben wir uns kennengelernt? Und vor allem, wo stehst du jetzt? Was hast du erreicht? Und was sind auch deine Ziele für die Zukunft? Sehr gerne. Ja, wo haben wir uns kennengelernt? Ich muss dazu sagen, ich bin gerne auf Veranstaltungen, also weil das ganze Thema Wirtschaft, Finance mich interessiert. Ich bin sehr gerne unter Leuten und bin immer auch auf Messen unterwegs, heute Morgen oder gestern auch in München auf einer Kapitalmarktkonferenz. Das hat jetzt für mich wenig mit dem Traden was zu tun, aber ich bin unter Leuten, Smalltalk, ich mache das total gerne. Und manchmal stelle ich auch Fragen, und dann sieht man ja auch, dass andere Leute da zum Teil wirklich auch man glaubt immer so, die Fondsmanager, die kennen sich so gut aus, aber das ist natürlich im Endeffekt auch nicht wesentlich mehr als wir auch, oder zum Teil auch weniger. Also da muss man auch, verliert man, ich will nicht sagen Respekt, aber kann es mit der Zeit ein bisschen besser einordnen, nicht, dass sie natürlich auch nur mit Wasser kochen. Und wir haben uns dann bin ich dann auch so klassisch auf den Messen auch in Frankfurt oder auch in Stuttgart, und dort haben wir uns kennengelernt auf dem Börsentag.
damals ein relativ kleiner Tag, der war noch nicht in der Messe, das war, glaube ich, noch in der Börse, im Umfeld der Börse in Stuttgart, in Räumlichkeiten. Und ich war eigentlich schon auf dem Weg nach Hause. Und der letzte oder einer der letzten Vorträge war der Vortrag vom André, Stillhalterstrategien. Und es waren Plakate aufgestellt, so 5%, 3-5%, wenn ich mich ganz täusche. Heute hast du, glaube ich, nicht mehr so. Aber 3-5% Rendite im Monat. Und das ist ja einmal was einen anspricht, das muss man einfach deutlich sagen. Aber wenn man natürlich erstmal denkt, nee, so irgendwie so richtig kann das ja eigentlich nicht sein, wenn so der Gesamtmarkt im Schnitt nur 10% schafft, 3-5% im Monat. Aber na gut, dann hörst du es dir mal an, hatte noch ein bisschen Zeit, bis der Zug gefahren ist. Und so habe ich mich da in den überfüllten Raum dann reingestellt hinten. Und das war der erste Kontakt. Ja, und dann haben wir uns dann später, das muss 2016 gewesen sein, und dann haben wir uns 2017, meine ich, dann auf der Invest, da warst du mit dem Stand auch vertreten und dann hatte ich ja schon mal dieses Logo und den Namen Trader IQ und da wurde dieser Börsenturbo für Berufstätige, also ein Tagesseminar, wurde halt angeboten. Da habe ich auch gesagt, ja, da schreibe ich mich für ein. Das fand dann auch im Sommer, muss es in München statt. Und dann habe ich mich dort entschieden für das OMB, also Option Mastery Bootcamp, das Dreitagesseminar. Ja, und am Ende des Dreitagesseminars war es dann so, dass man sich so, wie der andere so ist, man wurde dann ein bisschen auch gelockt mit einem Gutschein, wenn man einen Abend doch abgeschlossen hat und hat ja auch total seine Richtigkeit. Und ich habe dann, und du erinnerst dich vielleicht noch dran, dass ich dann ein bisschen gehadert habe, weil es ja auch, sagen wir, das Jahresprogramm ist jetzt ja auch nichts, was man so aus der Portokasse bezahlt. Und wir haben uns dann noch unterhalten, aber ich wusste, ich will ja da was machen. Es soll ja meine Zukunft werden, dieses unabhängig sein, dieses das Warum. Ich hatte ein ganz, ganz stark ausgeprägtes Warum, ich das überhaupt machen möchte. Und dann habe ich an dem Abend dann ja auch sozusagen, wenn ich immer die Möglichkeit habe, zurückzuziehen, aber das wollte man ja auch nicht. Und habe dann sozusagen dann im Endeffekt dann unterschrieben und war dann im Herbst 2017 im Jahresprogramm. Ja, ich kann mich tatsächlich noch sehr gut an unseren Dialog erinnern und ich kann es nur nachvollziehen, dass man vor seiner Entscheidung tatsächlich nun die Pros und Kontras abwägt, dass man da auch ein gewisses Unbehagen hat und genau deswegen hat jeder meinen allerhöchsten Respekt, der die Entscheidung trifft, nicht an den Widerständen zu scheitern, sondern trotz der Widerstände, trotz der vielleicht ein Zweifel in sich selbst zu investieren, einen Schritt Richtung seinen Traum zu machen und ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen, der diese Widerstände in sich selbst schafft zu knacken. Ich meine, ich war ja genau in so einer Situation irgendwann mal. Und wenn ich das nicht gemacht hätte damals, wenn ich meine Widerstände nicht überwunden hätte und nicht trotz des Angst und trotz der Zweifel die Entscheidung getroffen hätte, und wahrscheinlich ist das bei dir auch so, dann hättest du jetzt ein ganz anderes Leben, was wahrscheinlich ein komplett anderes gewesen wäre. Und was mich wirklich freut, ist, dass wir uns nicht aus den Augen verloren haben, weil viele tatsächlich unserer Absolventen ins Nimmerlein, also ins Nimmerwiedersehen verschwinden und ein schönes Leben leben. Du hast es anders gemacht. Du bist bei der Trader IQ geblieben. Du unterstützt auch unsere Teilnehmer mit als Mentor bei der Umsetzung unserer Strategien. Was hat dir an der Zusammenarbeit mit der Trader IQ mit uns so gefallen, dass du dich entschlossen hast, Teil unseres Teams zu werden? Also es hängt ein bisschen mit der Historie zusammen. Ich habe immer schon ein Faible gehabt, auch für Aus- und Weiterbildung. Zum einen bei mir selber natürlich was zu machen und das ist nicht nur im Finance-Bereich, auch in anderen Bereichen, auch wirklich über den Tellerrand hinauszuschauen. Aber ich habe schon während des Studiums habe ich schon für die Berufsausbildung von Leuten habe ich da die unterrichtet, weil ich selber auch mal eine Ausbildung gemacht hatte und mir hat das Spaß gemacht und jetzt auch der Lehrauftrag hier an der Hochschule, ich bin noch an einer Akademie und sitze auch dort im Präsidium mit. Ja, weil ich mag es gerne, Sachen halt weitergeben und ich glaube, du hast es mal in einem Bootcamp auch mal gebracht, ich weiß nicht genau, von wem das Zitat jetzt ist, aber Wissen ist das Einzige, was nicht weniger wird, wenn man es teilt. Und das ist auch so meine Grundeinstellung dazu. Ich bin sehr gerne dabei, auch Leuten halt was weiterzugeben, insbesondere wenn man selber da ja auch Erfolg mit hat. Und warum kann man nicht andere daran teilhaben lassen? Dadurch wird mir nichts weggenommen, sondern im Gegenteil,
Ich bekomme ja auch dann, ob das immer nach den Mentees ist, also nach den Coachings oder auch sonst bei den OMBs, wenn dann Leute kommen und sogar letztes Mal war es sogar mal so, dass Leute sagen, Marc, wir wollen mit dir ein Foto haben. Das fand ich so nett, dass das zum ersten Mal das Teilnehmer kam, wir wollen mit dir ein Foto haben. Ja, also gut, so wichtig bin ich jetzt ja auch nicht. Aber nein, das macht natürlich Spaß, einfach der Austausch und auch zu sehen, wie sich Leute dann auch entwickeln mit der Zeit. Ich glaube, das ist das Gefühl der Bedeutung, das du ansprichst. Denn wenn man etwas anderen Menschen hilft und die mit deiner Hilfe etwas Bedeutendes erreichen, dann bekommt man so ein Gefühl, dass man nicht umsonst lebt. Also bei mir ist es zumindest so, dass ich erfreue mich wirklich an den Ergebnissen meiner Studenten und meiner Teilnehmer. Und es macht mir wirklich Spaß. Und ich denke, das ist ja auch das, was uns beide vereint, dabei zu helfen, Menschen zu wachsen. Und dann zu sehen, wie sie mit deiner Unterstützung ihre Träume und ihre Ziele realisieren. Ich meine, du unterstützt uns ja auch als Mentor. Was macht dir persönlich an dieser Aufgabe besonders Spaß? Also ich sage mal so, viele sagen tatsächlich, du, wenn ich was ganz Spannendes gefunden habe, dann halte ich es geheim. Ja, ich verstecke mich, ich will bloß nicht, dass irgendjemand das erfährt. Andere sind ganz im Gegenteil offen und öffnen sich anderen Teilnehmern und Studenten. Wie ist es bei dir? Was macht dir so viel Spaß an dieser Aufgabe, Mentor zu sein und Mentees oder Teilnehmer oder Coaches auf ihrem Weg zu unterstützen? Ja, ich sehe ja zum Teil die Entwicklung einfach in den Einzelnen, weil ich auch mehrere Module oder Lektionen des Jahresprogramms dann ja auch mit betreue als Mentor und ich sehe einfach die Entwicklung der Leute dann auch. Und das ist wirklich eine tolle Geschichte und diejenigen, bei mir im Mentoring ja drin sind, die kriegen es ja auch gerade, was sprechen heute über den Kurzfristhandel, die sehen bei mir genau, was ich jetzt heute den Coaching habe, dann sehen die, was ich heute gemacht habe oder was ich gestern gemacht habe. Da habe ich überhaupt keine Berührungspunkte, das zu zeigen, weil warum auch? Ich habe deswegen, mir geht ja nichts verloren dadurch, sondern ich kann mich daran erfreuen, dass andere auch vielleicht so eine Strategie oder generell diesen Weg halt gehen wollen. Und was für mich halt immer ist wichtig, dieses Warum dahinter, nicht? Auch zu sehen, also Ziel zu haben, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, aber warum will man dieses Ziel halt erreichen, nicht? Und mir macht es einfach total viel Spaß, anderen Leuten auch wirklich was beizubringen und die Entwicklung halt zu sehen, so wie ich es von euch ja auch sozusagen mitbekommen habe. Und ich merke ja selber bei mir auch die Entwicklung, die ja immer noch da ist. Es ist ja nicht so, dass man plötzlich nach so einem Jahr, wenn man das Programm absolviert hat, dass man am Ende ist. Und auch manchmal ist es jetzt vielleicht nicht so, dass ich jetzt die totalen Aha-Effekte oder Momente halt habe im Coaching, was das Fachliche anbetrifft. Aber manchmal ist es auch so, dass jemand unwissentlich mit irgendeiner Sache kommt, wo ich denke, Mensch, das Kind, da denk mal drüber nach. Oder auch dieser Future-Handel, auf den wir vielleicht auch noch kurz zu sprechen kommen. Das war für mich was, das hatte ich nie auf dem Radar. Und dann hat ein Mentee auch gesagt, dass er damit arbeitet. Und dann dachte ich, ja, guck, nach der Option, warum soll ich Future und Optionen auf den Future? Und aber dann hat man sich ja so ein bisschen reingearbeitet, obwohl das nicht sein Anliegen war, mich da irgendwie was mitzubringen, mir mitzuteilen, sondern ich habe es dann für mich halt aufgenommen und habe es dann auch dann anderweitig dann entsprechend verarbeitet dann, ja. Also es ist wirklich auch so eine Win-Win-Situation, nicht? Und dieses, sagen wir auch immer wieder, jetzt erklären, ja, auch das schult einen persönlich auch, ja, ob das jetzt das Sprachliche ist oder auch das Artikulieren, wie man was halt rüberbringt, dass der andere auch versteht, also das ist auch eine Sache, die, sage ich mal, mir da auch eine Menge Spaß macht. Oh ja, du sprichst mir wirklich aus dem Herzen, weil Wissen ist der erste Rohstoff, der sich wirklich bei Gebrauch vermehrt und durch die Fragen, beziehungsweise dadurch, dass du anderen hilfst, entwickelst du dich besser und entwickelst durch dich selber weiter. Weil viele der Fragen dich tatsächlich dazu zwingen, dich mehr in der Tiefe mit der Materie auseinanderzusetzen. So war das bei mir. Das war wirklich einer der Booster tatsächlich für meinen Erfolg an der Börse, auch mit jemandem zu sprechen und jemandem das auch erklären zu müssen. Weil wenn du es erklären willst, musst du es wirklich 100% verstehen. Und ja, ich sehe das schon in den Chat. Hier kommen schon die ersten Fragen zum Thema Stoff. Ja, und ich habe es ja schon erwähnt. Ne? Es geht bei diesen Trader Q-Talks nicht darum, den Stoff zu vermitteln, sondern wirklich auch die Personen zu zeigen und auch die Persönlichkeit letztendlich zu zeigen. Nichtsdestotrotz wollen wir auch in das Thema Short-Term Trading oder beziehungsweise auch das, was wir angekündigt haben. Wir sprechen über kurze Laufzeiten und kurze Verfallstermine. Der Fachbegriff dafür ist 0 DTE oder 0 DTE und DTE steht für Days Till Expiration.
Also 0 Tage bis zum Verfall. Und diese 0 Tage bis zum Verfall Strategien sind tatsächlich in den letzten Jahren immer mehr on vogue gekommen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wo ich vor 10 Jahren den 4-Stunden-Trader damals erklärt habe, was ja auch eine 0-DTE-Strategie ist, dass mich viele so ungläubig angeschaut haben und sagen, hey, das gibt's, das funktioniert, du kannst Optionen mit einer Laufzeit unter einem Tag verkaufen. Nun, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass es einen Index gibt. Also es gibt den 0-DTE-Volatilitätsindex an der New York Stock Exchange oder an der Chicago Board of Options, Entschuldigung. Das heißt, dieses 0-DTE oder 0-DTE, kurzfristiger Handel, ist immer mehr in die Mode gekommen. Warum? Weil es einfach, nun, erzähl du uns doch mal einfach, sage ich mal, bevor ich einleite. Was reizt dich am Short-Term Trading? Warum hast du das zu deiner Kernstrategie gemacht? Und was verbindest du auch damit? Und wie gehst du, also, wie gehst du das Ganze an? Ja, also was mich im Endeffekt dran reizt, sind wirklich diese schnellen Gewinne oder im Zweifel auch mal ein Verlust, gar keine Frage. Also wirklich eine Entscheidung zu bekommen, die halt wirklich sehr zeitnah halt da ist, nicht? Also ich denke, viele entwickeln sich ganz normal, so ganz klassisch vom vielleicht Buy and Hold und dann fängt man an, vielleicht so mal in einer technischen Analyse mal vielleicht einen gleitenden Durchschnitt, eine 200 Tage Linie mal zu nehmen und sich halt so dran zu tasten, bis hin dann vielleicht zu dem Kurzfristbereich. Und ich finde es in dem Sinne, es hat schon ein bisschen zu Déjà-vu, was ich dabei habe. Ich bin früher während der Ausbildungszeit Taxe gefahren, so ein bisschen, so ganz klassisch nebenbei ein bisschen Geld verdient. Und wir hatten immer so Schichten von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Und ich habe es dann auch probiert, da in dieser Zeit, ich hatte ja dann das Auto zur Verfügung und in dieser Zeit dann wirklich so viel Geld zu machen wie möglich. Manchmal hat der Unternehmer mich ein bisschen geschimpft, weil ich dann, wenn es mir irgendwann an einem Taxenplatz zu voll war, weitergefahren bin, hat es dann in der Kalkulation nicht mehr gepasst, wenn ich so viel Sprit verfahren habe. Aber ich habe dann auch so zum Ende hin immer noch, und wenn noch eine Fahrt und noch eine Fahrt, also dieses wirklich da sozusagen und dann abends in der Kasse das Geld zu haben, wirklich die, einen Teil davon muss ich dann an den Unternehmer halt dann abgeben. Und das ist so, das macht mir wirklich Spaß, wenn ich sage, Spaß ist für mich nicht das richtige Wort an der Börse, aber diese Leidenschaft wirklich in einem gewissen Zeitraum dort auch entsprechend einen Profit zu erzielen und dann sich sozusagen wieder neu zu justieren. Also auch heute habe ich wieder zwei Optionen halt sowohl unterhalb als auch also einen Short Strangle halt aufgesetzt, einen Short Put und einen Short Call, einmal drunter und einmal über dem aktuellen Kurs. Und ja, da freue ich mich natürlich drüber, wenn das dann, und sieht im Moment ja ganz gut heraus, dass die Kurse nicht so weit mehr bewegt haben, dass sich das hier verfallen und ich kann mich halt zu morgen dann wieder neu justieren. Vielleicht kann ich abends schon was aufsetzen oder halt am nächsten Tag. Bei mir ist so, dass ich diese COD ein bisschen weiter fasse, dass ich auch schon an dem Abend vorher, hängt ein bisschen daran, weil ich da mit dem Future halt arbeite, der hat ja 23 Stunden geöffnet und dann kann ich schon nach 22 Uhr bis 23 Uhr noch was aufsetzen, was für den nächsten Tag dann im nächsten Tag ausläuft, das fasse ich persönlich noch unter COD, aber wenn man es ganz eng nimmt, wäre es im Endeffekt von halb 4 bis 22 Uhr, weil da ja die Börsen dann auch dann geöffnet haben. Und dieses kontinuierliche sich aus dem Markt was rausschneiden, und ich zeige euch nachher auch nochmal kurz, oder zeige euch mal eine Performance, die ich auch schon mal im Jahresprogramm, jetzt in unserem Bootcamp von dem September gezeigt habe und die Fortschreibung bis zum gestrigen Tag, was sozusagen bei auch unterschiedlichen Entwicklungen des Underlyings, für mich ist immer so der S&P 500, das ist sozusagen der Standard und den gilt es einfach zu schlagen. Und das ist wirklich, das ist für mich auch ein bisschen Wettbewerbscharakter, aber im positiven Sinne jetzt, nicht? Also, dass ich wirklich, man braucht ja irgendwas, mit dem man sich, man ist ja als Trader oft dann auch zu einer Community, aber das, was man macht, ist man ja im Endeffekt alleine. Ja, also mit anderen zusammen traden, da halte ich jetzt gar nichts von. Man kann sich Inspiration holen, aber im Endeffekt muss man das sozusagen selber verantworten, was man dort halt, für was man sich halt entscheidet. Und da ist es natürlich ganz gut, wenn man so die Fonds auch, die dann ihren Vergleichsindex haben. Und so ist es bei mir mit dem S&P 500, der für mich sozusagen, ja, da geht es halt drüber, dadurch besser zu sein. Sonst lohnt sich das Ganze auch nicht. Gerade wenn man sich halt dann täglich halt sich damit befasst. Lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen. Nehmen unsere Zuschauer auf die Reise mit. Wie sieht dein Alltag aus? Also jetzt das Trading, was das Trading anbetrifft. Wie machst du deine Trade-Planung? Welche Basiswerte wählst du? Wie gehst du davor, um dein Ziel zu erreichen?
Sehr gerne. Also ich habe mich da, also in dieser Art von Trading habe ich mich spezialisiert auf den Index und zwar auf den S&P 500. Weil für mich ist der S&P 500 der, ja, jedenfalls in der westlichen Welt, der Index schlechthin, danach richtet sich alles. Wir haben es jetzt wieder sehr schön gesehen am 1. November, als Jerome Powell die Pressekonferenz gehalten hat, nach der FED-Zinsentscheid oder jetzt als die am Dienstag die Verbraucherzahlen rauskamen, die ein bisschen besser rauskamen. Der Index schoss nach oben und wenn man dann im Nachgang dann sieht, wie es mit dem DAX gelaufen ist, 1:1 und wahrscheinlich mit anderen Indizes in der westlichen Welt halt genauso. Also warum sollte ich dann mit dem primären Index, wo andere meiner Meinung nach dran hängen, jeweils die meiste Zahl, da gibt es eine positive Korrelation, sich damit zu beschäftigen. Ein anderer Grund, warum ich sehr gerne mit Indizes arbeite, ist zum einen das Risikomanagement, weil, ja, ich meine, ich habe in dem S&P 500 gleich schon mal 500 Werte drin. Ich kann es natürlich auch mit einer einzelnen Aktie machen, aber die ist volatiler, hat vielleicht auch mehr Prämien, dadurch, dass sie halt eine höhere implizite Volatilität hat, aber natürlich auch ein höheres Risiko, dass ich dann auch dann falsch liegen kann. Und das finde ich, ist das, was mich reizt, mit einem Index zu arbeiten. Hinzu kommt, dass er sozusagen noch 23 Stunden geöffnet hat, jedenfalls wenn man mit den Optionen auf den Future halt, die halt das Future als Underlying halt nimmt. Bin dann früher auch erst mit dem SPX angefangen, also ganz klassisch mit dem S&P 500 Index. Den kann man sich aber nicht einbuchen lassen, also vom Trade Management auch sehr ja begrenzt und auch von den Öffnungszeiten zwischen 16:30 und 22:00. Da habe ich gewechselt auf den Spider, also der SPY, der ETF auf den SPX, die man sich immerhin schon mal einbuchen lassen kann. Man kann ihn zwar nicht direkt kaufen und verkaufen, jedenfalls hier in Deutschland und zum Teil im größten Teil auch in Europa nicht, aber ich könnte ihn mir einbuchen lassen. Und dann kam so dieser Schritt zu dem, das hat mir aber auch noch nicht so richtig gepasst, weil ich bin ein großer Freund davon, mit Leerverkäufen oder mit Stop-Buy, das wirklich die Option zu hedgen. Und das kann ich im Endeffekt mit dem SPX bzw. dem SPY in dieser Form nicht machen. Und so bin ich da halt dann entsprechend gehandelt. Mein Alltag, wie sieht er aus? Ja, was natürlich ganz elementar ist, ist sich mit den Wirtschaftsnachrichten, also mit dem Wirtschaftskalender auseinanderzusetzen. Das ist so, also wirklich den sich anzuschauen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Portale, wo man sich den halt dann anschauen kann. Welche Konjunkturdaten gibt es? Gibt es ein FED-Mitglied, heute sind wir 3 oder 4 FED-Mitglieder, die halt heute gesprochen, also von der Federal Reserve, von der Zentralbank in Amerika, oder jetzt hier am Dienstag die Verbraucherpreise, oder heute waren, ich glaube, die Arbeitslosenzahlen, die Erstanträge, die ein bisschen schlechter waren, was der Markt ganz gut fand, aber andererseits auch zu schauen, was geht's gerade in der Earnings-Zeit, nicht? Jetzt Cisco hatte gestern recht schlecht abgeschnitten, oder heute Morgen, was ist gestern Abend, heute Morgen, Walmart hatte auch nicht so die Zahlen gebracht, obwohl sie schon am Höchststand waren, und 7 oder 8%. Das muss man nicht mit berücksichtigen. Das sind solche Sachen, das ist auch Erfahrung mit der Zeit. Das kann man auch nicht, weil die Leute auch fragen, kann man sowas halt automatisieren? Das ist immer auch die Frage, kann ich es automatisieren? Also vielleicht, aber ich würde es auch nicht machen und ich sehe es auch nicht, weil viele Dinge auch so aus der Erfahrung kommen, auch Intuition und wie ich eine Option mit wie viel Prozent Abstand ich sie an aufsetze und ich bin reiner Stillhalter. Das heißt, ich gehe rein hin und verkaufe nur. Und gerade dieser Verfall an demselben Tag ist natürlich auch ein sehr schneller Verfall, wenn man halt richtig liegt. Und das reizt. Und der große Vorteil ist natürlich auch bei einer Aktie, man könnte es natürlich auch mit einer Aktie machen. Da habe ich aber im Endeffekt nur wenn ich eine liquide Aktie habe, dann den wöchentlichen Verfall. Könnte man, aber das reizt natürlich gerade, dass sozusagen an dem Tagesende dann halt auch der Verfall ist. Das gibt es ja auch erst seit Mitte letzten Jahres. Bis dahin war es dreimal die Woche, der Montag, Mittwoch und Freitag. Und jetzt dann seit, glaube ich, Juli letzten Jahres waren es dann auch sozusagen der Dienstag und der Donnerstag. Also man kann da sozusagen die ganze Woche handeln. Ich handle nicht übers Wochenende diese Strategie, weil da bin ich wirklich auch Ruhe haben. Ja, also da möchte ich nicht. Manchmal denkt man, ja, es tut sich sehr selten was übers Wochenende. Könnte man schöne Renditen auch erwirtschaften, aber ich möchte das Wochenende dann auch wirklich auch frei für andere Themen und andere Dinge halt haben und dann nicht drüber nachdenken, ob jetzt irgendwie jetzt so eine leidliche Geschichte wie jetzt da im Nahosten, ja, fängt eine Bodenoffensive an oder nicht. Und das ist, da möchte ich das Wochenende dann mit diesen Gedanken haben, wie dann mein Trade dann vielleicht am Montagmorgen dann eröffnet.
Ja, aber das Wochenende kann schon viel schief gehen. Nicht? Und das ist ja halt eben auch der Reiz des kurzfristigen Handels oder des 0DTE, dass du wirklich nicht das Overnight-Risiko trägst, geschweige denn das Overweekend. So. Und ja, über Wochenende kann viel passieren, über Nacht kann auch viel passieren. Und so kannst du halt eben relativ kurzfristig den Markt timen. Aber nur damit ich das richtig auch für unsere Zuschauer zusammenfasse. Du schaust dir den Markt an, du schaust dir die fundamentalen Zahlen an, du schaust dir, was sozusagen passiert und bildest dir dann eine Marktmeinung. Ist das richtig? Genau. Und dann gehe ich meistens sozusagen mit einem Leg rein. Also ich bin auch ein Freund vom Short Strangle, also nochmal den Short Put und den Short Call. Die Kombination hat immer den großen Vorteil auch, dass ich nur einmal die Margin benötige und nicht jetzt dann doppelt habe, wenn ich jetzt zwei unterschiedliche Underlines hätte. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Hast du dann ein bestimmtes Renditeziel vor den Augen oder einen bestimmten Return on Invest? Oder machst du das wirklich diskretionär? Diskretionär heißt es mehr so, sage ich mal, aus dem Bauch heraus. Viele Entscheidungsmöglichkeiten oder ist es tatsächlich so ein mechanisches, starres Werk, was du Regelwerk so fährst? Mechanisch kann man so nicht angehen. Das ist also, weil mich Leute auch in den Coachings fragen, ja, wie kann ich es denn halt dann umsetzen? Und natürlich habe ich einen ganz, ganz groben Rahmen, wie viel Prozent ich sozusagen dann von dem, auch abhängig, wenn ich zum Beispiel heute Abend noch was aufsetze für morgen, bin ich weiter entfernt, als wenn ich zum Beispiel noch jetzt um wenn ich die Zeit dazu dann irgendwie habe, ich sitze ja auch nicht immer nur am Schreibtisch oder verfolge das. Ich habe es schon auf dem Radar, aber ich habe noch an, möchte ein paar andere Dinge im Leben machen, neben dem Daytrading. Aber das kann doch nicht passieren. Dann heute bin ich dann halt dann mit, bin ich gestern Abend mit dem Short Put halt eingestiegen und bin halt dann während des Tages um 2 Uhr habe ich ein Limit gesetzt und bin dann halt, weil ich eine gewisse Prämie haben wollte, und dann ist der Kurs halt ein bisschen gestiegen und dann ist der Short Call auch dann sozusagen ausgeführt worden. Nicht? Und das ist aber idealerweise steige ich abends schon ein. Meistens, also meine Erfahrung ist eher, dass über Nacht weniger passiert, als man glaubt. Und das bedeutet oft dann schon, wenn ich einen gewissen Abstand halt habe, dass ich morgens, morgens in Amerika, bei uns dann zur Nachmittagszeit, dass wenn sich der Kurs zum Beispiel nicht groß bewegt hat, dass ich dann schon 50% der Prämieneinnahme schon eingenommen habe. Das heißt, ich habe mir schon mal einen Puffer aufgebaut, als wenn ich jetzt erst mit dem SPX oder mit dem SPY oder mit einer Aktie als Underlying dann erst um 3:30 dann halt einsteige. Dann muss ich schon automatisch, wenn ich eine vernünftige Prämie haben will, möchte ich halt rangehen. Also ich bin nicht derjenige, der sagt, ich nehme auch Kleinvieh mit. So, Kleinvieh macht auch Mist. Ja, ich bin auch jemand, ich bücke mich auch auf der Straße für einen Cent. Ja, das ist auch eine Sache der Erziehung bei mir. Ich kämpfe um jeden Trade. Ja, und wenn ich am Schreibtisch sitze, irgendwas ausarbeite, ich schreibe gerade an einem Buch, oder bin Mitherausgeber eines Buches, und dann läuft das so ein bisschen halt nebenbei. Und wenn ich das noch irgendwie sehe, und dann kann sein, dass ich noch was aufsetze. Und wenn das mag überhaupt von der Relation, von der Margin-Anforderung zu dem, was bei rauskommt, nicht passt, und was sind dann vielleicht nochmal $100, ja, und warum soll ich den 2 Stunden nicht mitnehmen, wenn die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß ist, dass der Trade wirklich im Guten halt ausgeht? Ich würde auf der Straße 5 Euro auch nicht liegen lassen, ja, ich jedenfalls nicht. Ja, das ist Credit Collecting. Man sammelt sozusagen immer an den Basket rein. Das habe ich bei Forex früher genauso gehabt, nur da haben wir Pips eingesammelt. So. Und da gab es halt eben ein Basket, das ist dein Korb, in den du wirklich sozusagen diese Pips reinholst oder bei deinem Fall die Optionsprämien. Und ja, Kleinviech macht definitiv auch Mist, obwohl das wahrscheinlich auch relativ viel Zeit kostet. Und da gleich auch eine Frage von einem Teilnehmer. Wie viel Zeit verbringst du täglich mit der Börse? Wie sieht deine durchschnittliche Rendite aus und was ist so dein maximaler Drawdown, den du dir einräumst? Ja, also ich sag mal, von der Zeit her ist es ganz unterschiedlich. Also normalerweise, wenn ich es halt abends aufsetze oder dann nochmal am Tag, dann ist das natürlich relativ wenig Aufwand, das halt zu machen, und ich kann halt andere Dinge machen. Aber wenn ich auf einer Veranstaltung bin, dann habe ich es halt nebenbei. Ja, ich gucke halt nicht alle 5 Minuten drauf, habe dann Trade Alert und dann das. Da muss ich halt reinschauen, wenn sozusagen der Kurs sich mal im Strike halt nähert. Deswegen kann man das schwierig sagen. Also es sind vielleicht, also wirklich effektiv sind es vielleicht 2-3 Stunden, die ich dann aber der größte Teil ist natürlich, sich Nachrichten so ein bisschen was anzuhören. Ich habe so 2-3 Newsquellen, die ich halt jeden Tag oder
von Montag bis Freitag halt höre. Die können ja auch nicht jeden Tag was Neues sagen, aber dann mache ich auch andere Dinge nebenbei, ja, und dann höre ich mit einem Ohr zu und dann mit wieder was über den, ich meine, immer über Inflation, Zinsen und Unternehmensergebnisse gesprochen. Darum dreht sich ja alles jetzt so schwerpunktmäßig, ja. Also da kommt ja nicht mal so viel Neues jeden Tag. Aber es kann auch nicht passieren, wenn es dann wirklich mal dann in meine Richtung läuft, dass ich abends vielleicht auch mal 2-3 Stunden davor sitze und ins Trade Management. Da bin ich früher auch dann angespannt gewesen und da auch dank sozusagen zum Teil auch natürlich eurer Ausbildung, sondern dann hatte ich lange Zeit nicht auf dem Radar, dann zum Beispiel mit dem In the Money Covered Call oder In the Money Covered Put, je nachdem auf welcher Seite man sich halt befindet, dass man erstmal Ruhe in die Position reinbekommt, dass einem nicht um die Ohren fliegt und dann kann man am nächsten Tag ja immer noch weitermachen. Aber da hat man jetzt sogar erstmal hat man es erstmal gefixt, den Verlust bis zu dem Zeitpunkt, nicht? Rendite ist unterschiedlich, also mein Ziel sind schon so, sage ich mal, 30-40% pro Jahr. Aber es hängt auch ganz davon ab, das liegt ja an mir selber, wie viel ich halt mache. Ja, wenn ich jetzt weniger mache, es heißt nicht unbedingt wesentlich mehr machen, heißt immer proportional mehr Rendite. Also man kann auch ins Overtrading kommen, das finde ich auch eine große Gefahr, das zu machen. Aber so, ich sag mal, im Schnitt, die letzten Monate waren wirklich gut gelaufen, gehört natürlich auch mal dazu, aber im Schnitt so 3-5% Rendite sollten schon drin sein. Also 3% sollten Minimum schon im Monat drin sein, aber ich hab auch schon Phasen gehabt, da habe ich auch schon mal 10% Verlust in einem Monat gehabt. Aber das war wirklich auch so Phase, wo ich im Trade Management einfach noch nicht so, so routiniert gewesen bin. Und wo dann das Hoffen anfängt und klar, das ist natürlich, und das hat sich mit den Jahren natürlich einfach etwas besser geworden. Wirklich, am liebsten hätte ich so das Traden, also gerade auch so, insbesondere im Kurzfristbereich, weil man ja oft oder mehr handeln muss, als wenn man jetzt für 90 oder 120 Tage ein Trade aufsetzt, wenn es, entschuldigen Ausdruck, aber stinklangweilig wird. Trading muss eigentlich so richtig langweilig werden, weil in dem Moment, wenn es dann sozusagen nochmal drauf ankommt, kommen Emotionen. Aber sie müssen so kontrolliert sein für einen, dass man vernünftig halt handeln kann und nicht dieses, wollen nicht zu sehr jetzt in die Verhaltenspsychologie halt abdriften, aber wenn unser limbisches System irgendwie weglaufen, wie früher vor dem Säbelzahntiger, da war es gut, überhaupt nicht nachzudenken oder schneller zu sein als derjenige, mit dem man mitläuft, dass man selber nicht halt sozusagen da gefasst worden ist, das hilft einem natürlich beim Trading überhaupt nicht. Da sind wir überhaupt nicht für geeignet an von unserem von so wie halt ticken. Und deswegen ist es gut, dass viele Routinen zu haben. Es ist oft super, man denkt manchmal so super langweilig, aber so richtig, richtig ganz langweilig wird es ja nie, weil jeder Tag ja auch dann doch ein bisschen unterschiedlich ist. Obwohl jeder Tag wieder gleich, aber doch wieder unterschiedlich ist. Und das reizt mich total. Es ist super spannend, was du ansprichst, weil das sehe ich relativ häufig bei Teilnehmern, die noch am Anfang stehen, dass sie durch die Positionsgröße tatsächlich sich den Reiz versuchen zu holen. Also, du hast es absolut auf den Punkt gebracht. Es muss langweilig sein, aber unser menschlicher Kopf will Abwechslung und Action. Irgendwie haben wir auch tatsächlich den Glaubenssatz in uns tief vergraben, dass je mehr Action ich habe, desto mehr meine Performance. Und sobald sich ein Teilnehmer anfängt zu langweilen, wenn er nicht geschützt ist durch ein Regelwerk, durch ein Trading-System etc., dann fängt er an, die Positionsgrößen zu erhöhen. Ja, na klar, weil was in kleinen funktioniert, das kann ich ja verdoppeln. So. Und wenn es halt doppelt gut geht, dann will er nochmal verdoppeln und dann wird die Positionsgröße immer mehr, immer mehr, immer mehr, bis die Position so groß ist, dass sie wiederum Emotionen verursacht. Und das wollen tatsächlich einige Anleger, die sagen, ich möchte meine Position so groß haben, dass es mir nicht langweilig wird, sondern dass ich halt eben den Kick spüre. Und wenn ich das Wort schon höre, dann weiß ich, wohin das Ganze steuert. Das steuert auf eine Lernerfahrung. Ja, weil je mehr man die Positionsgröße aufbaut, desto mehr werden die Emotionen logischerweise. Emotionen trüben die Sicht, also Gier frisst Hirn, vielleicht hast du es auch schon mal gehört, was dazu führt, zwangsweise, dass man mit dieser Position nicht mehr total entspannt und langweilig ist, sondern wirklich mit dieser Emotion oder mit dieser Position mitfiebert, weil die so groß geworden ist. Und mit diesen Emotionen macht man sich eigentlich alles kaputt. So. Und dann kommt früher oder später mit so einer großen Position, die zu groß für dich oder für dein Mindset ist letztendlich, eine falsche Entscheidung,
die dann halt eben zu einem richtig schmerzhaften, teuren Verlust führt. Und das ist sozusagen auch der Dämpfer, den den Markt das gibt. Dann landet, sobald man die Bodenhaftung verloren hat, ne, kriegt man einen auf den Deckel, kommt wieder auf dem Boden der Tatsachen an und hat halt eben wieder mit einer kleinen Position. So, das heißt, man hat mit einer großen Position einen großen Verlust erlitten, fängt dann wieder an mit einer kleinen Position. Da hat man seine Emotionen im Griff, da kann man sein System gut managen, macht kleine Gewinne, denkt sich, boah, das ist ja langweilig, ich fange an, meine Positionen aufzubauen und produziert einen großen Fehler. Und so macht halt eben viele, viele kleine Gewinne, dann ein großer Verlust, weil die Position aufgebaut wurde und die Emotionen gespielt wurden, dann wieder viele, viele kleine Gewinne und dann wieder ein großer Verlust. Wie schützt du dich davor? Also wie schützt du dich davor, dass die Emotionen deine Strategie überfärben? Ja, das ist mit der Zeit natürlich diese, einfach die Routine zu bekommen. Wirklich ein jeden Tag, ich bin guter, oder ich glaube, darin gut zu sein, wirklich, dass mir nicht lang geht, immer wieder identische Dinge zu machen. Es gibt Leute, die können, machen dreimal dieselbe gleiche Sache und dann verlieren sie das Interesse daran. Ich bin auch dieses Trade Management, ist es bei mir schon, beziehungsweise das Trading Journal, das ist für mich schon ein Zwang geworden. In diesem Sinne mal ein positiver Zwang, dass ich wirklich bin. Und wenn ich gestern Abend war, ich noch auf einer Veranstaltung und dann hatte sich ja noch was getan. Ich habe dann wie noch eine Dreiviertelstunde gesessen und habe das noch dann eingegeben, weil ich genau wusste, heute komme ich da wieder nicht zu. Und wenn es mal 3-4 Tage und dann, ja, mache ich noch ein Wochenende und dann macht man es irgendwann doch nicht mehr, sondern wirklich dieses kontinuierlich an Sachen dranbleiben und immer wieder, also da scheine ich, sage ich mal, nicht müde zu werden. Ist vielleicht das Da hast du ein Talent und das nennt man auch Ausdauer, weil viele Menschen genau das hassen wie die Pest. Also wenn du die wirklich dazu zwingen musst, permanent die gleichen Sachen zu machen, drehen die wirklich an der Angel oder drehen am Rad sozusagen. Mhm. Und dann knallen die Emotionen auch irgendwann mal durch. Mhm. Ja, und ich denke auch gerade dieses Mal, wir sind als Deutsche sind wir, das hört sich mal ein bisschen so altmodisch an, aber im Großen und Ganzen ist ja schon was dran im Verhältnis zu anderen Ländern. Wir haben ja so Tugenden wie Fleiß und Disziplin und was ich glaube beim Traden, insbesondere beim Traden, wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass wirklich sich Sachen anzueignen, da dran zu bleiben und dann wirklich auch diszipliniert zu sein. Und wenn man das kombiniert, sage ich mal, mit so diesem amerikanischen Risiko-Chance-Risiko-Mindset. Diese Kombination aus beiden, also nicht zu gierig zu sein, aber auch nicht zu ängstlich, insbesondere auch nicht zu ängstlich zu sein, das mit unseren, in Anführungsstrichen, deutschen Tugenden, da ist man im Trading, finde ich schon, kommt man ein ganz schönes Stück weiter. Mhm. Absolut, absolut. Ja. Und ja, das ist halt eben auch Disziplin und genau diese Routine, ja, die viele tatsächlich auch fürchten. Und gerade in so einem Null-DTE, weil du machst das wirklich jeden Tag, mehr oder weniger. Ne? Und die Vorgehensweise ist, um das, sage ich mal, zusammenzufassen, relativ einfach. Ne? Du machst dir erstmal ein Bild von den Einflussfaktoren auf die Märkte, also von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, bildest dir daraus eine grundsätzliche Marktmeinung für diesen einen Tag. Und dann verkaufst du Calls bzw. Puts. Ne? Ein Put zu verkaufen wäre ein bullischer Ansatz, ein Call zu verkaufen wäre ein bärischer Ansatz, je nachdem, wie deine Markteinschätzung ist. So. Und manchmal ergänzt du, also manchmal gehst du nicht nur mit einem Put oder mit einem Call, sondern machst einen Strangle drauf, wo du sowohl einen Call wie auch einen Put verkaufst, die relativ weit aus dem Geld liegen. Richtig? Genau. Also ich bin ein ganz großer Freund davon, wirklich weit aus dem Geld zu sein. Oft sind das Deltas von 0,05, manchmal 0,03. Weil ich bin kein, du sprachst vorhin das Wort direktionaler Händler an. Für mich ist das nicht klar, zum einen aus der Emotion, beziehungsweise aus der Routine halt auch heraus, aus der Erfahrung heraus. Aber auch dieses, ich beneide Leute, die wirklich so im direktionalen Handeln jetzt sagen, jetzt kaufe ich eine Aktie und sind halt in dem Moment, wo sie kaufen, sind sie ja sozusagen, wie wir sagen, beim Delta 0, weil das auch so Optionshändler, Delta 0,5, weil der Kurs kann steigen, kann fallen. Und kommen dann zum Teil mit Trefferquoten hin von 53-54%. Das heißt, fast jeder zweite Trade muss geschlossen werden durch ein vernünftiges Trade-Management. Das würde ich wahnsinnig werden. Und das will ich ja gerade nicht. Ich komme so ein bisschen aus dem direktionalen Aktienhandel in Bezug auf was Momentumstrategien anbetrifft. Das war dann auch der Grund sozusagen auch für die Ausbildung, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist ja genau das, dieses, ich muss nicht recht haben müssen. Ich kann weit aus dem Geld sein, kann Prämien haben, klar, natürlich sind die Prämien dann begrenzt, je weiter ich aus dem Geld bin, aber ich muss nicht recht haben und ich muss nicht dieses Grundrauschen an dem Tag machen. Wenn man überlegt, vor 2 Wochen ging die Welt an der Börse,
sind schon 3 Wochen jetzt sehr unter. Ja, da war schon so eine Untergangsstimmung. Es wurde gesagt, Vergleich an die Finanzkrise, Vergleich an die Dotcom-Blase, und die Zinsen werden immer oben bleiben, die Inflation geht nicht unter. Und jetzt innerhalb von 2 Wochen, jetzt ihr seid jetzt spätestens seit Dienstag so Goldilocks-Szenario, nur noch steigende Kurse, alles ist gut und weiche Landung der Konjunktur oder der in Amerika insbesondere, und die Fed wird die Zinsen senken, die Inflation geht zurück. Also dieses, und wenn man da noch nicht im Kurzfristbereich direktional unterwegs ist, es gibt ja auch diese Regel, diese 90-90-90-Regel, das ist ja nicht so, dass die Leute, die es mal anwenden, dass sie irgendwie dumm sind, sondern es ist wahnsinnig schwer, im direktionalen Handel wirklich Profit zu machen. Und wer es nicht kennt, diese 90-90-90-Regel bedeutet ja, 90% der Trader verlieren 90% ihres Kapitals in 90 Tagen. Und das sind genau die Punkte, die André gerade auch schon zum Teil angesprochen hat, zu hoch eingestiegen, also zu hoch, sage ich mal, gehebelt, im Endeffekt keine Risiko, Money Management mit dabei zu haben, zu hoffen, und wenn es dann schief läuft, nochmal eins draufzulegen, weil wir die Verluste reinholen, und das geht in der Regel, funktioniert das nicht. Das Einzige, wo es mal ganz gut funktioniert hat, das war jetzt nach Corona-Crash, also im April 2020 bis 2021, da ist der Index, der S&P, ja um fast 100% gestiegen. Das muss man sich auf der Zunge zerlesen, was in fast, also knapp 2 Jahren um 100% gestiegen, wo der Index ja normalerweise roundabout 8-10% macht. In Amerika ist ja ein Kursindex, der noch nicht mal die Dividenden berücksichtigt. Und da waren viele, das habe ich im Coaching auch festgestellt, waren viele auch wirklich gut unterwegs, weil sie Short Puts oder Bullput Credit Spread geschrieben, und eins nach dem anderen, die Kurse sind ja nicht gefallen. Wie sollen Kurse groß fallen, wenn man in knapp 2 Jahren 100% der Index steigt, nicht eine Aktie, der Index ist gestiegen. Und 22 kam natürlich dann genau mit dieser Vorgehensweise, kam natürlich das bittere Erwachen, dass viele leider dann ihre Gewinne, zum Teil auch Teil ihres Kapitals, aber in erster Linie die Gewinne halt dann wieder verloren haben. Und und das Problem dabei ist, dass man glaubt, das ist ja menschlich verständlich, dass man glaubt hat, als man eingestiegen ist, und viele sind ja durch Corona so ein bisschen hat die Zeit auch eingestiegen, dann zu denken, sie können es, und haben im Endeffekt dann Können mit Glück verwechselt. Und einer sagte mir das auch im Coaching, sagte dann zu mir, den Mensch mag, und da ging es um 7-stelliges Konto. Also das muss ich echt sagen. Und dann, er war Unternehmer, es war keine Gewinne, die verloren gingen, aber es ist schon schmerzhaft. Und er sagte dann so zu mir, Marc, ja, er glaubt jetzt so langsam, es war eher Glück als Können, das die 1,5 Jahre. Und ja, das ist die und durch so, sagen wir, durch die Ausbildung, die ich ja bei euch auch genießen durfte, wo man es halt sehr systematisch lernt, halt die einzelnen Bereiche halt aufzunehmen, kann man das auf jeden Fall reduzieren, zum Teil halt auch vermeiden, dass man in so eine Falle halt reinfällt. Absolut, absolut. Du sprichst das Thema Risikomanagement an, und ich meine, ich sag's mal so, während der guten Zeiten, während einem Bullenmarkt, so, da muss man nichts können. Da kauft man einfach eine Aktie und sie steigt. So. Und wenn der Bullenmarkt 10 Jahre dauert, so, dann hat man 10 Jahre lang die Erfahrung gesammelt, man kann's. Und das ist tatsächlich leider, was ich häufig beobachte, dass viele in den Bullenmärkten gute Gewinne gemacht haben. Weil ich sag's mal so, in Bullenmärkten muss man sich nicht versichern, man muss nicht so viel reparieren, man kauft einfach eine Aktie und sie steigt. In Bärenmärkten oder in Seitwärtsmärkten oder überhaupt in so herausfordernden Märkten wie die letzten 1,5-2 Jahre, da kommt es wirklich auf das Können und auch auf das Risikomanagement und Trade Management an. Und da will ich wirklich auch anknüpfen, weil da sind auch mehrere Fragen in die Richtung gekommen. Weil ich sag immer, man kann Ich zeige auch die Strategie der Credit Spreads sozusagen in der Ausbildung und sage, mit einem Credit Spread bist du von Anfang an geschützt, insofern, dass du gegen deine verkaufte Stillhalterposition immer mit einer gekauften Option absicherst. So. Das wäre, sage ich mal, ein Credit Spread, wenn man das auf beiden Seiten aufbaut, dann wäre es ein Iron Condor. Und die Frage, die hier auch in den Chat gekommen ist, verwendest du auch Iron Condors? Wenn nein, warum nicht? Und wie sieht dein Reparaturmanagement-System oder überhaupt Möglichkeiten, einen Stillhalter-Trade zu reparieren aus? Also generell halte ich es für absolut sinnvoll, gerade am Anfang auch erstmal mit Credit Spreads zu arbeiten, ob das dann nur ein Bullput
oder Bearcock Credit Spread oder gleich ein Iron Condor ist, gerade wenn man die Erfahrung noch nicht hat, ist es wirklich gut, weil es einfach auch eine Sicherheit gibt, dass man sozusagen da auf jeden Fall auf einer sicheren Seite ist, dass der Verlust nicht ins Unendliche gehen kann. Ich persönlich arbeite heute fast nur mit Short Puts, Short Calls, also dann als Strangle halt aufgesetzt, weil die Gefahr für mich persönlich, was eine ganz, ganz subjektive Geschichte natürlich ist, wenn ich Spreads aufsetze, habe ich natürlich immer auch die Risikobegrenzung. Das bedeutet natürlich aber auch, dass ich andererseits auch dann weniger Margin benötige, die der Broker für mich halt dann in Anspruch nimmt und für sich halt dann reserviert. Das heißt, die Gefahr, mehr Kontrakte zu schreiben, ist relativ hoch. Und mir ist es persönlich passiert, dass ich dann sozusagen, auch Reparaturstrategien. Ich wollte dann sozusagen mit dem, das heißt auf dem Future, weil ich da den Leerverkauf jetzt auch beim Short Put oder Broker Credit Spread halt dann ansetzen kann, was ich ja beim SPX oder beim SPY halt nicht machen kann, dass ich wirklich, wirklich hatchen kann am Strike, die Position. Und dann sagte mir dann das System, die TBS, ich sag, Anzahl X an Kontrakte, und ich konnte nur einen Teil davon, konnte ich sozusagen dann hatchen, weil nochmal eine zusätzliche Margin der Broker in Anspruch genommen hat. Das war mir eigentlich nicht verständlich, weil ich sichere mich ja ab, warum will er nochmal zusätzliche Margin haben? Aber gut, das Programm, das ist ja keine Person, die dahinter steckt, sondern der Algorithmus, muss dann nicht davon ausgehen, jetzt kann ja auch gegen mich laufen, wenn ich halt mehr als, in dem Fall als Leerverkäufer dann halt aktiv werde. Und ich habe das dann so in dieser Form, sage ich mal, dann abgestellt. Dann kam dann natürlich noch hinzu, dann in Deutschland, gerade im Privatdepot, dass man die Verlustbegrenzung halt hat. Und wenn man im Index arbeitet, kommt man schnell mal auch dann durch die Spreads, dann ist man schnell an den 20.000 Dollar halt oder Euro in unserem Fall dann halt dran. Und deswegen mache ich heute keine Spreads mehr. Ich habe sie auch sozusagen ja, sagen wir, ein bisschen auf Radar ja auch. Ja, also warum sollte ich sie halt nochmal doppelt absichern? Das kostet natürlich Geld. Wenn ich meine Reparaturstrategie ist in der Regel, dass ich bis zum Strike warte und dann die Gegenposition halt einnehme. Es kann sein, wenn es gerade zum Laufzeitende ist, was ich dann 22 Uhr, läuft ja die Option halt aus. Wenn es ganz knapp ist, lasse ich mich auch schon mal einbuchen und versuche dann da drumherum dann eine Wheel-Strategie halt dann rauszumachen, die Möglichkeit aus. Aber ich versuche, wenn es geht, irgendwie nicht einbuchen zu lassen. Also weil ich dann wieder gefangen bin in dem Underlying und nicht wieder frei bin, sozusagen am nächsten Tag oder übernächsten Tag oder was auch immer, Anfang der Woche dann wieder mich komplett neu zu orientieren. Das haben wir tatsächlich auch früher mal gemacht, dass wir uns, und muss ich mal vorstellen, wir haben uns tatsächlich mit CFDs gehedged. Mhm. Ne? Immer wenn der Strike, sage ich mal, unter Druck geraten ist, weil im Index hast du ja Cash Settlement, da hast du ja weniger mit der Andienung selber zu tun, sondern halt eben wirklich mit den Verlusten oder letztendlich mit dem Cash Settlement. Und Cash Settlement bedeutet, dass du letztendlich auch Verluste eingebucht bekommst. Wie kann man sich dagegen am einfachsten schützen, indem man ein anderes Instrument, so, und das kann ein Finanzmarktinstrument sein, das kann ein Bankprodukt sein. Wir haben es damals tatsächlich mit CFDs gemacht, das würde ich mittlerweile niemandem empfehlen, aber man kann es halt eben auch machen, tatsächlich die Gegenpositionen eingegangen sind und dann, wenn der Stillhalterposition unter Druck ist und Verluste reinläuft, nun die Gegenposition, also dass der Hedge letztendlich dann in die Gewinne steigt. Und letztendlich auch mit der Auswahl deines Deltas. Du hast ja gesagt, dass du ein sehr, sehr defensives Delta wählst von 0,03 bis 0,05. Delta wird ja auch bei Optionshändlern sehr, sehr gerne für genommen, um so die Wahrscheinlichkeit einzuschätzen, wie wahrscheinlich das ist, dass der Preis am Ende des Tages oder am Ende der Laufzeit im Geld ist. Und wenn du ein Delta von 0,3 wählst, dann hast du halt eben 97% Wahrscheinlichkeit bei der Trade-Eröffnung, dass der Trade im Rahmen bleibt und dass der verkaufte Spread nicht unter Druck gerät. Was müsste man sonst so, sage ich mal, beachten? Was würdest du empfehlen jemandem, der sagt, Marc, ich möchte tatsächlich mit so einer Null-DTE-Strategie eingehen, ich kann den Markt einigermaßen analysieren. Also Marktanalyse ist definitiv ein sehr, sehr spannendes und tiefes Feld, was den Rahmen dieser Veranstaltung definitiv sprengen würde. Aber das ist natürlich etwas, was wir bei der Trader IQ lehren. Sei es drum. Also wir haben jetzt letztendlich eine Marktmeinung. So, das heißt, jemand kommt und sagt, okay, worauf sollte ich achten, wenn ich so eine Strategie aufsetze? Ich kann mir eine Marktmeinung bilden. Ich verstehe auch, dass ich weit aus dem Geld liegende Calls und Puts verkaufen kann. Was ist so deine,
naja, ich sage immer so Secret Sauce. Also was ist so dein Geheimrezept für den Erfolg, den du einbuchst? Also ich würde gerade in diesen Kurzfriststrategien, würde ich immer erstmal mit dem Paper Trading beginnen. Ich weiß, dass das für viele Leute irgendwie auch ein No-Go ist und irgendwann muss man nicht, es gibt ja auch Leute, die traden sehr lange im Paper Trading, das würde ich jetzt auch nicht machen, aber wenn jemand so mit einer Strategie und mit einer neuen Strategie anfängt, würde ich immer empfehlen, erstmal im Paper Trading halt zu beginnen, zu gucken, wie der Markt halt, oder insbesondere wie die Option reagiert, weil wir haben ja immer das Problem, zu einem die Chance, dass wir relativ schnell Geld verdienen können in kurzer Zeit, aber andererseits, wenn es gegen uns läuft, wir wollen jetzt nicht zu tief in die Griechen jetzt hier reingehen, aber das Gamma, was ja dann wieder einen Einfluss auf das Delta auf den Optionspreis hat, spricht ja auch mal von dieser Gamma-Woche, da kann eine Option, die plötzlich schon irgendwie mit 80% im Gewinn oder 70% im Gewinn war, noch relativ schnell sich auch nochmal wieder drehen, wenn sich der Markt entsprechend dreht, was man nicht bei einer Option, die über einen längeren Zeitraum hat, läuft, auch weit aus dem Geld ist, hat, nicht der Fall ist. Und deswegen würde ich da jedem erstmal raten, da im Paper Trading zu beginnen und dort da auch einmal die Erfahrung zu sammeln und dann natürlich, sage ich mal, mit, ja, vielleicht am Anfang auch einfach mit Spreads zu arbeiten und nicht da jetzt unbedingt auf die Rendite erstmal zu schielen, sondern da auch eine gewisse Sicherheit halt zu bekommen. Nicht, dass dann das Konto dann gesprengt wird. Und dann halt eben auch darauf achten, dass man einen Notfallplan hat. Das würde ich tatsächlich ergänzen. Ja, dass man nicht einfach ausgeliefert ist, sondern das ist ja auch ein wirklich Schwerpunkt letztendlich meiner Ausbildung, sind die ganzen Verteidigungsstrategien, weil du musst nicht einfach, sage ich mal, vom Markt eine Klatsche hinnehmen, die deine Bemühungen von mehreren Trades zunichte macht. Also es gibt Tools und Mittel und du kannst die Position glattstellen, du kannst eine Gegenposition eingehen, da haben wir schon ein paar Ideen besprochen, was man da alles einsetzen kann. Und wichtig ist, dass man etwas überhaupt macht. So. Und im Paper Trading, also ich sag's mal so, hier kam auch eine Frage rein, die, glaube ich, ganz gut hier anknüpft. Es geht wieder um Emotionen, weil Paper Trading verursacht ja nun keine Emotionen. Oder sehe ich das falsch? Hilft es, deine Erfahrung im Paper Trading loszulegen, um gerade das Thema Emotionen in den Griff zu bekommen und sich Routinen und Gewohnheiten, also praktische Erfahrungen zu erarbeiten? Ich glaube, es ist sehr individuell. Also wenn ich bin jetzt nicht mehr im Paper-Trading unterwegs, aber klar, wenn man um jeden Trade kämpft, dann sage ich mal, ist es eigentlich egal, ob es jetzt im Paper-Trading oder halt im Realtime-Konto ist. Es geht darum, wirklich diesen Trade positiv nach Hause zu bekommen und wenn man ihn im Endeffekt auch noch reparieren muss, in welcher Form auch dann immer. Deswegen, ich hätte da kein Problem mit sozusagen, da auch das Mindset für zu haben und das Engagement auch im Paper Trading ist vernünftig halt hinzubekommen und nicht zu sagen, ah, ist ja nur Paper Trading und irgendwie. Aber ich verstehe Leute, die sagen, ja, da habe ich die Emotionen, die habe ich halt nicht. Und Emotionen zu haben ist ja generell nicht verkehrt. Auch Angst zu haben, auch im Trading ist dann was Positives. Angst ist ja generell erstmal was Positives, weil es in allen Lebenslagen uns erstmal vor etwas schützt. Und auch sozusagen beim Teil, die Frage ist halt immer, wie stark wird die Angst, dass sie halt unsere normalen Entscheidungsfindung dann halt überlagert. Also für mich ist Paper Trading wäre auch emotional, aber gut, ich möchte da nicht der richtige. Ja, und auf der anderen Seite, wenn du aber in Paper Trading halt eben keine Emotionen hast, so, und dann gehst du ins Echtgeld und hast diese Emotionen, dann hast du einen Einflussfaktor, mit dem du noch nicht gelernt hast, umzugehen. Nicht? Und auf einmal hast du diese Angst um Gier und das, was im Paper Trading so gut geklappt hat, weil du die Trade Execution, also die Umsetzung richtig gemacht hast, was hier klappt dann auf einmal nicht mehr, weil du im Echtgeld unterwegs bist und weil du auf einmal mit Emotionen konfrontiert bist, die dich lähmen. Ja, wenn ich das ergänzen darf, in der Regel liegt das daran, bei mir war es früher halt auch so, dass einfach die Positionsgrößen zu groß sind. Das ist es, man spricht da auch so im Fachjargon von diesem Rumrutschfaktor. Das heißt, das ist dann eine Positionsgröße im Verhältnis zum Gesamtdepot, die einfach, wo man sich nicht mehr wohlfühlt, wenn sie halt dann gegen einen läuft. Nicht? Das ist dann die Geschichte, was im Paper Trading noch völlig okay ist, weil es stört einen ja nicht. Ja, es passiert ja nichts, auch wenn der Verlust halt dann, wenn man einen Verlust realisiert, aber das ist halt nur, das ist kein Echtgeld. Und deswegen mit kleinen Positionen anfangen, wirklich
am Anfang Geduld haben, sich nicht auf die Rendite schielen. Die kommt mit einem vernünftigen Trade-Management, Risikomanagement, Money-Management, kommt sie, ich will nicht sagen ganz von alleine, aber das A und O ist eigentlich das Risikomanagement. Und ich erlebe es ja auch immer wieder in den Coachings und bei mir persönlich ja genauso. Ich konnte mich ja auch nicht davor frei machen. Und dann will man dann gewisse Gelder dann verdienen und aber man braucht einfach die Geduld und die Zeit, wie bei allen anderen Dingen im Leben ja auch, wie es immer eine Ausbildung gemacht hat, wie man studiert hat, oder irgendwie eine Sportart erlernt, was auch immer. Man muss sich die Zeit halt nehmen und das tun wir Menschen zu wenig, weil der Markt oder auch das ganze Business einem es ja auch einfach macht. Man kann ohne etwas irgendwie schnell mal ein Konto eröffnen und dann sind dann die ganzen auf den Messen und dann ganz schnell noch 100 Euro gibt es noch mal gratis drauf und solche Geschichten gibt es ja, wo die Leute geködert werden und dann glaubt man, man kann beginnen. Es gibt in dem Sinne keine Zertifizierung dafür. Ja, dann will ja niemand einen Arzt jetzt irgendwie auf jemanden loslassen, der nicht vernünftig da sein Fach gelernt hat über viele Jahre hinweg oder in anderen Bereichen ja genauso. Aber an der Börse glaubt man dann, ist total menschlich, dass man glaubt, ja, aber da funktioniert es. Und wenn es dann wie jetzt 2021 auch noch funktioniert, weil der Markt nun mal eben mal so eine Phase hatte, dann denkt man kann es. Mhm. Und dann hat sich bei vielen leider herausgestellt, dann 22, das ist doch mehr Glück als Können. Ja, das ist halt einfach wirklich ein Handwerk, was man erlernen kann und erlernen muss und erlernen soll. Und damit kriegt man auch die Emotionen halt eben unter Kontrolle, nicht? Wenn man weiß, was du tust, so, dann hast du weniger Angst davor, etwas falsch zu machen. Und alleine dadurch kriegst du schon deine Emotionen in den Griff. Und das kam auch in den Chats durchaus in vielen Variationen, mehr oder weniger, dass Emotionen auch für mich die größte Herausforderung sind. Wie kann man das eigene Mindset verbessern? Ich denke, da sind wir ein paar Tipps schuldig. Und meine persönlichen Ansätze, die ich auch immer den Studenten gebe, ist halt eben, fange so an, dass es dich nicht juckt. Also, dass das Positionsgröße nicht deine Emotion, was du ja auch gerade angesprochen hast, dich nicht unter Druck bringt. Ja, das ist auch eine Position, die auch verloren gehen kann. Ist auch eine wertvolle Erfahrung. Kontrolliere dich selbst. Also, kontrolliere das, was du tust. Ja, versuche nicht den Markt zu kontrollieren, sondern versuche dich selbst zu kontrollieren. Und wenn du wirklich den Fokus auf dich selber lenkst, dann hast du wirklich den Vorteil, dass das, was du machst, ja du unter Kontrolle hast. So. Und alleine, wenn du das für dich siehst, dass du durch eine saubere Planung und Umsetzung viel mehr Erfolg haben kannst und wirklich auf dich selber den Spotlight, also wirklich den Fokus setzt, dann kannst du auch viel Emotionen rausnehmen, weil du siehst, ich habe das Selbstsicherheit, also ich weiß, was ich tue. Ne? Ich kann mich selbst kontrollieren, also ich kann mich an meine eigenen Regeln halten, was auch vielen leider schwer fällt, aber was auch so das Thema Mindset einzuordnen ist. Und wenn du dann, sage ich mal, weißt, was du tust, ne, und du sabotierst dich nicht selber, weil du dich einfach an dein eigenes Regelwerk hältst, dann kannst du die Emotionen aus der Klammer nehmen. Ja? Marc hat es absolut richtig gesagt, wir sind alle Menschen, wir alle haben Emotionen, das ist auch gut und billig, also das ist auch gut und richtig so. Aber es gibt einen sehr, sehr schönen Spruch und der Spruch ist, dass Gewinner, also es wäre falsch zu glauben, dass Gewinner keine Angst haben. Auch Champions haben Angst. Alle haben Angst. Aber Champions handeln trotz der Angst. Die lassen sich davon nicht lähmen. Ja? Wir alle haben diese Emotionen, aber wir lassen uns davon, sage ich mal, nicht kontrollieren, weil wir können sozusagen die Emotionen im Zaum halten, wenn wir wirklich ein Regelwerk fahren, wenn wir ein System anwenden. Und wenn wir sagen, okay, die Emotionen sind zwar da, vielen herzlichen Dank, ich erkenne sie an, ich versperre mich nicht dagegen, ich verschließe mich auch nicht, sondern ja, ich habe Schiss. Aber ich handle trotzdem nach dem Plan, den ich mir gemacht habe. Und wenn du das einfach für dich eine Weile lang machst, dann wird dein Selbstvertrauen wachsen. Dann wirst du sehen, dass du es drauf hast und dass du es kannst. Und das wird dir ein gutes Gefühl über dich selber geben, was letztendlich dir auch mehr handwerkliche Sicherheit und auch mehr Umsetzungssicherheit geben wird. Vorsicht halt eben dabei, dass du dann denkst, ich kann's, so wie das Marc gerade erwähnt hat, und dass dann die Positionsgrößen zu schnell zu groß werden. Ne? Aber ich sag's mal so, wenn du das wirklich als routinierten Prozess betrachtest, dann hast du die besten Karten, letztendlich auch deine Emotionen in den Griff zu bekommen.
Das wäre so, sage ich mal, das, was ich jetzt aus dem Blauen heraus geben würde. Marc, hast du denn noch Tipps, wie man das Mindset verbessern kann? Also auf jeden Fall, was du gerade gesagt hast, ich würde das ganz gerne auch nochmal diesen einen Punkt wiederholen, dass man sich wirklich bewusst macht, dass man, ob das jetzt Investment ist, aber insbesondere im Trading, dass man nur sich selbst kontrollieren kann. Dass man wirklich, man kann so viel analysiert haben, gemacht, getan. Wenn der Kurs sich in eine andere Entwicklung, in eine andere Richtung entwickelt, dann ist es so. Der Markt, nicht der Markt, sondern der Markt hat halt immer recht. Und dann zu sagen, ja, ich kann mich kontrollieren. Ich kann mal meinem Trade was machen. Oder wie du gerade gesagt hast, oder ich auch schon gesagt habe, das Risiko runterfahren, indem man einfach mit einer kleineren Kontraktzahl hat, arbeitet und sich immer wieder auch seine Fehler halt auch bewusst machen, durch dieses Trading-Tagebuch, sich bewusst zu machen, oder Trading-Journal, wo habe ich wirklich, wo geht was schief, auch da zu unterscheiden. Es gibt ja Trades, die macht man, also die schließt man im Verlust, aber man hat sein Regelwerk, hat man vernünftig umgesetzt, dann ist das ein Verlust, der völlig okay ist. Dem muss man sich jetzt nicht sagen, ja, aber da habe ich Verlust gemacht und ich bin schlecht und solche Geschichten. Es geht ja immer um diejenigen Sachen, wo man sich halt nicht dran gehalten hat. Mhm. Nicht? Und dass sich auch da nochmal wieder bewusst zu machen und sich, das gerade auch gesagt, dass sich nicht sich selber so sich so runterkriegen lassen. Ja, dass wirklich da immer wieder an sich arbeiten, immer wieder dran. Das fängt bei mir auch morgens an mit Affirmationen. Ich starte in dem Tag mit einer gewissen Affirmation, die ich für mich halt habe. Ich habe mir abgewöhnt, Nachrichten zu sehen. Also ich höre mir Nachrichten an, ich lese Nachrichten. Ich gucke keine ARD, keine Tagesschau, keine Heute-Journalen mehr. Ich will die Bilder nicht sehen. Es sind 80% negative Geschichten. Ich brauche es nicht. Und ich kriege doch alles irgendwie mit. Ja, ist ja nicht so, dass man von der Welt abgeschlossen ist. Und wirklich sich bewusst auf sich konzentrieren, auf das, was man da tut. Und es halt entweder in der Community mit anderen Leuten auch reflektieren. Wenn man ein bisschen geschulter ist mit der Zeit, kann man es zum Teil auch selber. Ich nutze manchmal einen Coach für gewisse Dinge. Ist ja immer, man kann immer sich halt optimieren. Und und sich im Endeffekt auch nicht von anderen Leuten dann irgendwie auch runterziehen zu lassen, sondern sein Ding da zu machen, dran zu bleiben, fleißig zu sein und wie ihr auch andere Dinge im Leben bis jetzt schon gelernt habt. Und sich aber bewusst zu machen, was man im Leben schon alles geschafft hat. Das ist man oft so auch bei mir, so manchmal, wo man denkt, ja, was hat man eigentlich jetzt so geschafft? So, aber wenn man sich wirklich nochmal Gedanken darüber macht, ja man, ist da doch ein bisschen was zusammengekommen. So. Und so genau ist es hierbei auch. Und dann gehen auch die Emotionen halt runter. Und dann wird man ruhiger und dann versucht man das zu handeln, was man persönlich handeln kann, was man selber in der Hand hat, und alles andere entscheidet der Markt. Und ein Misserfolg ist nicht ein Verlust zu realisieren. Du hast es wirklich auf den Punkt gebracht, sondern ein es geht nicht darum, also niemand hat 100% Gewinnquote, wirklich niemand. Und Verluste sind ein Teil des Geschäfts, die gehören einfach dazu. Und das ist nicht ein Problem. Das Problem ist, wenn du dich nicht an dein Regelwerk gehalten hast. Und wenn du dich an dein Regelwerk gehalten hast, aber einen Verlust realisiert hast, dann hast du alles richtig gemacht. Aber wenn du dich nicht an dein Regelwerk gemacht hast und dann einen Gewinn realisiert hast, dann hast du wirklich ein Problem. Warum? Weil du gelernt hast, bei dir der Zusammenhang irgendwo entstanden ist. Wenn ich mich nicht an mein Regelwerk halte, dann kann ich Gewinne machen. Und das ist wirklich eine Abwärtsspirale, die wirklich ins Nirgendwo führt. Besser ist es wirklich, mit jeder einzelnen Abweichung von dem Trade-Planung einen Verlust zu realisieren, damit es wirklich wehtut und damit man wirklich lernt, dass man sich an sein Regelwerk hält. Und ja, wenn du dir selbst einen Gefallen tun kannst, meine persönliche Challenge an dich, so, liebe Zuschauer und Zuhörer, und gerne, wenn du sie annimmst, gib mir ein Plus in den Chat, dass du versuchst, eine Woche lang, come on, 7 Tage, ne, von mir aus länger, wenn es dir Spaß macht, aber dass du 7 Tage lang den Fokus auf dich selber richtest. Wirklich versuchst, dich nicht von dem Markt beeinflussen zu lassen, sondern sagst, ich kontrolliere das, was ich kontrollieren kann. Ich kontrolliere mich selber und meine Aufgabe als Trader oder Investor, gerade wenn du im kurzfristigen Bereich bist, eine saubere Trade-Planung und eine saubere Umsetzung zu machen. Und das dir halt eben als Challenge zu machen, für jeden einzelnen Trade 7 Tage lang einen sauberen Trading-Planung und auch die Trade-Umsetzung zu haben. Wenn du das 7 Tage lang gemacht hast, dann wirst du sehen, dass du dich selber entweder unter Kontrolle hast oder nicht.
Und dann weißt du, woran du arbeiten kannst, weil du kannst den Markt nicht beeinflussen, du kannst ihn nicht verändern, du kannst da dich da zwar ärgern, aber das bringt außer dir tatsächlich niemandem etwas und auch hier bringt es sehr, sehr wenig. Ja, du wirst nur in die negativen Emotionen reinrutschen, aber schau doch einfach dich selber an und beantworte für dich die Frage in den nächsten 7 Tagen, ob du dich selber unter Kontrolle hast, ob du das, was du dir vorgenommen hast in deinem Tradingplan, auch letztendlich auch umsetzen kannst. Wie sauber bist du in der Umsetzung und Execution? Das wäre wirklich meine Challenge an dich, so an jeden, der sein Mindset verändern kann. Und wenn du meine Challenge annimmst, dann gib mir gerne einen Plus in den Chat. Und wenn du sagst, das ist doch absoluter Blödsinn, André, kannst du mir auch gerne einen Minus in den Chat setzen. Ja, Marc, eine wichtige Frage, die tatsächlich ich mir für den Schluss schon aufgehoben habe, weil wir biegen auf der Zielgeraden ein. Wie bist du darauf gekommen, dass es deine Strategie ist? Weil hier schreibt ein Teilnehmer, ich tue mir persönlich noch schwer damit, mich für die eine oder für die andere Strategie zu entscheiden. Welche ist denn, also wie hast du deine gefunden und wie hast du vor allem verstanden, dass es deine ist? Also zum einen ist es jetzt nicht nur die einzelne, die ich halt fahre. Ich fahre natürlich auch noch andere Strategien, aber es ist halt eine, die ich schon primär halt anwende. Und ja, die ist natürlich nicht irgendwie so von heute auf morgen so, also plötzlich war sie da und dann hat es halt umgesetzt und es ist halt so ein Prozess gewesen. Ich bin schon jemand, der auch Optionen geschrieben hat, die halt ganz klassisch eine längere Laufzeit hatten, auch heute noch das mache, aber es geht dann schon ein bisschen mehr auch Richtung Investment dann mit dem Underlying entsprechend. Und ich fand das einfach, dieses sich immer wieder neu zu justieren, weil der Markt kann sich jeden Tag halt ändern und ich hatte auch ein Thema damit, dieses, ja, man fängt ja an, man ist in einer Position drin, man hofft, ja, müsste doch halt dann noch weiter für mich laufen und dann läuft es halt doch nicht und dann bleibt man halt dran und das hat mich, diese vielen Vorteile, das hat mich einfach fast schon fasziniert, in so eine Strategie halt zu gehen und man muss ja nicht auch Zero DTE sein, man kann ja auch daraus ein Swing-Trading machen und anhand der technischen Analyse mit Indikatoren, Oszillatoren über 2, 3, 4 Tage auch einen Trend halt mitzumachen, aber der Reiz ist natürlich, dass man dann am Tagesende wirklich was eingefahren hat und dann sozusagen wieder neu starten, durchstarten kann. Das fand ich persönlich für mich, das hat mich sehr angesprochen und da hat sich es dann so auch hinentwickelt. Dann habe ich immer weiter verfeinert, die Strategie. Wie gesagt, kam ja auch nicht so, und die war sie da und genau habe ich sie umgesetzt. Und auch das ist wieder ein Prozess gewesen, wie jemand, der, jemand, der Golf spielt, ja, der seinen Schlag immer weiter verfeinert und macht und tut. Oder jemand, der, Basketball wirft aus welcher Entfernung auch immer. Das ist permanent an sich zu arbeiten und so bin ich dann halt da gelandet. Mega. Vielen herzlichen Dank, Marc. Bevor wir zu deinem Schluss und Abschluss und deinem Schlusswort kommen, möchte ich, sage ich mal, alle Fragen abarbeiten, die in Richtung was ist die Financial Freedom Mentoring Ausbildung, was ist die Trader IQ, was macht ihr, wie könnt ihr, können wir miteinander ins Kontakt treten. Ich möchte hier keine Beratung oder sowas machen, aber was ich dir anbieten kann, ist letztendlich wirklich ein kostenfreies Beratungsgespräch mit unseren Experten. Ich poste den Link hier in den Chat und guck dir das an. Du kriegst dort auch einen Bonus. Als Bonus kriegst du auch ein 17-seitiges PDF, die Formel des Börsenerfolges. Und du kannst dich absolut kostenfrei zum Erstgespräch und zum Beratungsgespräch anmelden. Da haben wir Experten, die dir alle deine Fragen im Einzelgespräch, im Dialog beantworten können, wenn es um Thema Ausbildung, wenn es um Thema unsere Programminhalte, ich habe da auch im Chat gesehen, was sind eigentlich die konkreten Programminhalte sozusagen in der einen oder anderen Ausbildung. Und genau für so eine Sachen haben wir das Instrument des Beratungs- und Erstgesprächs erfunden. Nicht erfunden, sondern umgesetzt, indem du, wie gesagt, kostenfrei dich anmelden kannst. Du kannst dir einen Termin raussuchen, der für dich persönlich passt. Sprich mit einem unserer Berater, finde raus, was für dich die richtige Richtung ist. Wie können wir dich dabei unterstützen, deine Träume und deine Ziele mit dem Börsenhandel zu erreichen? So, ich habe den Link in den Chat gepostet. Du findest ihn auch unter dem Video nochmal. Und Marc, das letzte Wort geht bei uns immer an den Gast. Und meine Frage an dich ist, was ist dein Schlusswort, was ist dein Appell an die Zuhörer und vielleicht, was ist dein Tipp für diejenigen, die gerade noch am Anfang stehen und das, was du schon erreicht hast, noch vor sich haben?
Also es sind jetzt ja, ich denke mal, alle, die dabei sind, haben ja ein gewisses Interesse. Sonst würde man sich jetzt nicht um diese Uhrzeit abends da mehr oder weniger sich jetzt 1,5 Stunden so ein Seminar halt hingeben. Und es ist, wie gesagt, wie bei vielen anderen Dingen im Leben halt auch. Wenn man etwas Spaß dran hat, da fällt mir jetzt gerade dieses Sprichwort von Muhammad Ali ein. Nicht, der eine oder andere von euch wird es halt kennen, aber ich finde es sehr, sehr treffend, gerade auch in dem jetzigen Moment. Und es sagt, wenn dein Kopf es sich ausdenken kann, wenn dein Herz daran glauben kann, dann kannst du es auch erreichen. Und so ist es in vielen Dingen im Leben. Und so ist es natürlich auch hier mit dem Börsenhandel oder mit dem Trading und mit dem Investment genauso. Gerade jemand, der jetzt am Anfang ist, der noch zweifelt, der denkt, ich schaffe das nicht. Oder Leute, die jetzt eine Zeit lang dabei sind und die Performance einfach noch nicht so sind, wie er oder sie es sich vorgestellt haben, bleibt halt dran, macht es und habt einen Grund, ihr habt ja ein Ziel, ihr habt ein Warum, warum ihr das machen wollt. Und macht euch das immer wieder deutlich und holt das hervor. Denn wenn ihr es dann schafft, und das ist eine Frage einfach der Zeit, und natürlich den kann man verkürzen durch eine entsprechende Ausbildung natürlich, dann kommt man schneller am Ziel, wie bei anderen Dingen halt auch, dann stehen euch auch so viele Möglichkeiten halt offen, ja, daraus auch unabhängig zu sein. Lange als Geschäftsführer gearbeitet und ich weiß, wie Herausforderung so toll es manchmal auch ist, aber ich diese Freiheit jetzt zu haben, mir Projekte rauszusuchen, die ich nur machen möchte und mir überlegen, wann ich halt, wenn ich nicht gerade einen Termin habe, aufstehe morgens oder was auch immer, und das von der ganzen Welt aus machen zu können, das ist sowas von toll und das treibt mich auch jeden Tag wieder an. Vielen herzlichen Dank, Marc. Und ja, Rom wurde nicht über Nacht erbaut und auch ein Trader entsteht sein Erfolg nicht über Nacht. Man sieht den Erfolg immer, das ist aber die Spitze des Eisbergs und all das, was darunter, unter sozusagen der Sichtbarkeit ist, das ist der harte Investition in sich selbst, das sind die Routinen, die man sich erarbeiten musste, das ist letztendlich auch der Glaube an sich selbst. Und ich finde das wirklich so schön, weil wirklich jeder Einzelne kann alles erreichen. Die einzige Voraussetzung ist, dass ihr wirklich bis zum Schluss durchhält. Ja, nicht das Anfangen wird belohnt, sondern einzig und allein das Durchhalten. Und am Ende des Tages, am Ende der Straße, winkt wirklich halt die absolute Freiheit. Nicht nur finanziell, sondern auch örtlich und zeitlich. Und Marc, du bist wirklich für mich persönlich ein großes Vorbild, weil du es geschafft hast. Ich hoffe, dass auch die Teilnehmer von dir dich inspirieren lassen. Vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Vielen herzlichen Dank für deine Weisheiten, die du uns mit uns, unseren Zuhörern und Zuschauern geteilt hast. Ich danke dir von ganzem Herzen und ich gratuliere jedem, der heute die Zeit hierher gefunden hat. Du informierst dich, du interessierst dich, du stellst dir die Fragen und das ist die Voraussetzung dafür, dass du die Antworten findest. Wenn du uns als Trader IQ die Fragen stellen möchtest, klicke auf den Link, melde dich zum Erstgespräch, buche dir das Erstgespräch oder das Beratungsgespräch, es ist absolut kostenfrei. Und ja, ich würde mich total freuen, dass wir uns bald wiedersehen. Vielen herzlichen Dank, Marc. Vielen herzlichen Dank Danke an auch an alle. euch. Danke. Jeden, der heute dabei gewesen ist. Und ja, bis sehr, sehr bald. Hier waren Marc Böckenfelder und Andrei Nissimov von der Trader IQ. Bis sehr, sehr bald. Macht's Tschüss. gut. Ciao, Alles ciao. Gute.